Herzlich willkommen bei den Alrix. Der Gratis-Rollenspieltag naht. Am 14. März ist es soweit und wir haben dazu im Vorfeld für euch ein Special vorbereitet. Die ganze Runde haben wir in zwei Teile aufgeteilt. Heute am Donnerstag seht ihr den ersten Teil und nächste Woche am Donnerstag kommt dann das Finale. Wir haben uns dazu einen One-Shot zu Cthulhu Now gesucht, der hoffentlich Spaß macht und die Lust weckt, das selbst einmal auszuprobieren. Im Abenteuerband Frisches Blut gibt es ein ganz witziges Szenario um ein paar Teenager, die ein Wochenende auf einer abgelegenen Berghütte verbringen. Das Abenteuer heißt Blutiges Schäferstündchen. Der Titel ist nicht ganz ideal gewählt, versucht mal das zu googeln, wenn ihr nach Spieltestberichten sucht. Die Geschichte entführt uns nach Montana in die Blackhorn Mountain Vacation Cabin auf dem Blackhorn Mountain. Ihr habt die Hütte dort oben für ein verlängertes Wochenende gemietet und wisst nur, dass sie über ein kleines Nest namens Hope's End zu erreichen ist. Also habt ihr alle eure Rucksäcke gepackt, seid zusammen in den größten Wagen gestiegen, den ihr auftreiben konntet und am frühen Morgen losgefahren. Bevor wir jetzt direkt in unsere Geschichte starten, erfahren wir noch kurz, wer denn unsere drei Teenager sind. Podrick, magst du beginnen? Na klar, Mann. Yo, ich bin Lawrence Brooks, aber die meisten nennen mich Loni. Ja, ich mag gern Partys und auch ein paar so, ja, ich sage mal, illegale Substanzen. Aber hey, ich möchte nur eine gute Zeit haben. Meine Eltern, die sind ein bisschen reich. Deswegen haben sie mir diesen Ausflug gesponsert. Ich möchte einfach eins mit der Natur werden, meinen Zen finden. Da habe ich noch ein paar Schnitten mitgenommen. Aber hey, es wird sicher ein ziemlich cooler Trip. Vielleicht finde ich mich auch selbst bei diesem Trip. Ansonsten habe ich nicht viel zu bieten. Ich meine, ich lebe so den Tag hinein, möchte Party machen und bin einfach gut drauf. Mein größter Wunsch wäre es, irgendwann mal Profisurfer zu werden. Aber ja, dazu sollte ich mal ans Meer und nicht hier nach Montana. Aber hey, das hat noch Zeit. Ich bin noch jung. Vielen Dank, Loni. Wer ist denn die Niki heute? Hallo, ich bin Mai Roberts und ich bin wohl die Einzige hier, die ihr Studium auch nur halbwegs ernst nimmt. Ich studiere Grafikdesign. Ich habe vorher Elektrotechnik probiert, aber es ist mir dann irgendwie diese ganzen Widerstände und Schaltungen und naja. Ja, jedenfalls, ich bin so, ja, die klassische, typische Asiatin, die den ganzen Tag nur isst und niemals zunimmt. Ziemlich praktisch. Und so mein liebstes Hobby sind Handygames. Finden alle furchtbar. Ich find's geil. Bleibt nur noch eine. Oh, schon dran? Hi. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon, aber für alle, die mich nicht kennen, ich bin Serena. Ihr könnt mir folgen auf meinem Channel Serenas Parler auf Instagram oder YouTube. Heute bin ich mit meinen Freunden zum Blackhorn Mountain unterwegs und wir werden ein Abenteuer dort über das Wochenende erleben. Das ist zumindest mein Plan. Und ihr könnt live dabei sein über meinen Instagram-Channel. Abonniert mich einfach und folgt meiner Story. Vielen Dank für diese wunderbaren Vorstellungen. Dann geht's jetzt auf zur Blackhorn Mountain Vacation Cabin. Viel Spaß und bis gleich. Ihr seid auf dem Highway einen halben Tag lang in Richtung der Rocky Mountains unterwegs. Dann seid ihr an eine holprige Landstraße eingebogen, die euch zwischen Berghängen in ein bewaldetes Tal geführt hat. Zwei Dutzend einfache Flachbauten drängen sich vor euch an eine schmale Schotterstraße. Gerade fegt leichter Wind den Staub von dem verwitterten Ortsschild. Die Farbe blättert an mehreren Stellen von dem alten Metall, sodass man nur noch mit viel Fantasie den Namen Hope's End lesen kann. Die dreckigen Gebäude ducken sich in den Schatten des gewaltigen Blackhorn Mountain. Die umliegenden Bergflanken sind voller Wälder und weiter oben erstreckt sich ein schönes Gebirgspanorama mit schneeweißen Gipfeln. Ihr fahrt also nun die Schotterstraßen dieses kleinen Dorfes entlang. Hier gibt's nicht viel. Eine Tankstelle ist auffällig, ein Krämerladen und ein Diner, das schon von Weitem mit flackernder Neonreklame wirbt. Und das war's.
Hier irgendwo müsst ihr zur Hütte finden. Ja gut, ich bin Fahrer. Ich habe mir den Weg eigentlich auf Google Maps angesehen, aber irgendwie... Ich dachte mir, das wäre hier beschildert. Ja, irgendwo müssen doch diese Cabins irgendwo angeschrieben sein. Das ist ja eine Ferienhütte, ne? Serena, du hast eh dein Handy in der Hand. Ja, Moment. Sie hat ja immer ihr Handy in der Hand. Oh, nur ein Balken. Ja, da vorne links, aber ich weiß nicht, irgendwie. Das passt nicht zusammen. Vielleicht sollten wir mal fragen. Das gibt's doch nicht. Das muss doch auf Google Maps sein. Ja, sonst gehen wir in das Diner da. Hm. Die wissen sicher, wo wir hin müssen. Gut möglich. Okay. Mit zwar Bilder von dem Ort angesehen, aber irgendwie in echt sieht das alles viel heruntergekommen aus. Was hast du denn da ausgesucht, Loni? Ich dachte, deine Eltern werden reich und spendieren uns da hier so einen schönen Ausflug. Auf den Bildern hat es auch ziemlich nobel ausgesehen, die Hütte. Naja, warten wir mal. Vielleicht ist die Lodge, also diese Cabin, schöner als das hier. Das hoffe ich doch. Ihr biegt also auf den Parkplatz zum Diner ein. Es ist klein, schmutzig, überall liegen zerknüllte Zeitungen und fettige Burger-Schachteln. Ein kurzer Treppenabsatz führt in einen klischeehaften kleinen Imbiss, dessen Neonreklame bereits anfängt zu flackern. Ihr geht hinein, eine Türglocke erklingt, ihr seht einen großen Tresen vor euch, dahinter eine Küche, links und rechts einen schmalen Gang, in dem jeweils kleine Buchten sind, wo man sitzen kann, für jeweils 4 Leute. Der einzige Gast ist ein fetter Mann in Polizeiuniform und einen Sheriffstern auf der Brust. Er sitzt allein vor einem großen Tisch, vor einem Teller mit Speck, Eiern und tippt sich grüßend an den Hut, als er hereinkommen sieht. Eine junge Frau kommt euch entgegen, 2 Speisekarten in der Hand. Wollt ihr hier nur in der Tür stehen bleiben oder euch setzen? Ihr vertreibt die Kundschaft. Und streckt euch die Speisekarten entgegen. Welche Kundschaft? Kaffee füllen wir immer nach. Hi. Eigentlich sind wir auf der Suche nach, nach der Blackhorn Mountain Vacation Cabin. Ja, na dann viel Spaß. Könnten Sie uns den Weg beschreiben? Ja, die ist am Berg. Gibt's da einen Weg hinauf oder können wir mit dem Auto hinfahren? Ja, wir haben einen Sessellift, der da hinausführt, oder eine Schotterstraße. Die ist aber ein bisschen versteckt, aber dort oben ist ein Parkplatz. Lift. Lenny ist dort oben auf der Liftstation. Auto, du glaubst doch nicht, dass ich das ganze Zeug da hochschleppe über einen Sessellift. Willst du lieber zu Fuß gehen? Nein, wieso? Wir fahren mit dem Auto hoch. Und dann bleiben wir irgendwo stecken. Ach, das ist doch Unsinn. Nein. Mai macht das nicht. Schon. Ja, also wisst ihr, wollt ihr nur was bestellen oder nicht? Ja. Gibt's hier Burger? Ja, natürlich. 3 Burger, einmal ohne Käse und fettfreier Soße und eine Diät-Limo und 2-mal normal, bitte. Hey, ich kann selbst für mich bestellen, Mai. Also, was war das nochmal? Ich hätte gerne einen Burger ohne Käse und fettfreie Soße, ja? Ein Burger, ja? Weiß ich doch, ich kenne dich und ja. Und eine Cola. Light Cola oder Zero. Ja, eine Cola. Und ihr? Das gleiche in grün. 3-mal Burger und eine Cola. Mit ja, setzt Speck, euch. Bitte. Nein, ohne Na, Speck. Wir nehmen es mit. Sie dreht sich um bitte. Und geht hinter den Tresen. Ach Gott. Und die Pommes nicht vergessen. Hey, 3-mal Burger, schreit sie in den in die Angrenzung. Ohne Käse. Ja. Ich weiß, wie man richtig arbeitet. Einfach nur chillen. Einfach nur den Tag genießen. Das ist nicht chillen, das ist Bestellung falsch aufnehmen. Ich bezahle dafür. Ich will das haben, was ich bestelle. Jetzt okay, steht wie du da. Meinst. Und wir, die Portionen sind klein. Komm, setzen wir uns. Wir nehmen uns eine Koje. Ich guck mir erstmal an, ob die sauber ist. Ich nehme die dreckigste. Naja, also es ist nicht Großstadtstandard, aber es starrt jetzt nicht vor Dreck. Hm. Wow, gemütliche Bude hier. Wow, ich dachte, ich könnte direkt eine Story machen, aber doch nicht aus diesem Drecksloch hier. Was, deine Follower sehen sich doch eh jeden Scheiß an. Ja, was? Was?
bist ja immer nur irgendwo, wo es hübsch ist. Die finden das sicher mal spannend, dass du mal wo bist und so real bist und mal wirklich das, ich was halt so aus im echten Leben passiert. Ich bin immer real, das ist mein echtes Leben. Ja, wir, jetzt sind wir hier, also mach doch eine Story. Ich gehe mal zum Officer und frage ihn nach dem Weg, weil... Ich laufe durchs Diner mit meinem Handy und suche einen Platz, wo das Licht und der Hintergrund nicht arg zu runtergekommen und schäbig aussieht. Okay. Officer! Hallo! Verzeihung, dass ich beim Essen störe. Ich bin sowieso fertig. Schieb's weg. Wir wollen zur Cabin hochfahren. Black and Mountain Cabin? Ja, genau. Die alle? Ja. Sehr gut. Er steht auf, nimmt ein paar Sachen, die er auf die Bank gelegt hat, kommt an euren Tisch und zieht sich einen Stuhl hin zu euch und setzt sich. Okay. Guten Tag, Officer. Die da hinten auch? Ja. Ja, dann sollte sie jetzt vermutlich herkommen. Serena! Komm. Bin noch nicht fertig. Ja, mach schnell. Okay. Du siehst, der fette Polizist hat sich zu euch gesetzt. Mitten auf den Gang. Stuhl hergezogen und sitzt da. Ein der Barhocker. Hi, Officer. Ja, setz dich. Also, die letzten Tage waren ein paar dort oben, frisch verheiratet. Ich habe sie noch nicht wieder runterfahren sehen, aber ihr Aufenthalt endet heute. Ihr könnt den Sessellift draufnehmen, was ich euch wegen der Aussicht sehr empfehle, oder die Straße hinauf zur Hütte. Die ist aber geschottert und naja, sehr serpentinenreich. Beides endet oben auf dem Parkplatz. Dort gibt es noch eine Sessellift-Station. Lonnie arbeitet dort oben, bedient den Sessellift. Der fährt von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ihr mit dem Lift rauffahren wollt, kann ich euch anbieten, den Wagen bei mir hinterm Office abzustellen. Dort kann ich drauf aufpassen. Außerdem möchte ich, dass ihr euch abmeldet, sobald ihr abreist. Sir, natürlich. Es gibt dort oben niemanden, der ein Auge auf die Hütte hat oder... ja, irgendetwas managen kann. Das mache ja alles ich von hier unten. Ich muss wissen, wer oben ist und wann es nicht ist. Das heißt, es war jetzt kein Zimmermädchen da oben, oder wie? Nun, es wird zu gegebenen Zeiten sauber gemacht. Das hat aber nichts mit mir zu tun. Wow, deine Eltern haben ja ganz schön was springen lassen. Wie sah's, Mann? Normalerweise funktioniert es so, dass die vorigen Mieter alles sauber für die nächsten Mieter hinterlassen. Okay. Nein, ich bin gespannt. Ich übernehme das Putzen nicht. Naja, wenn es Probleme gibt, er kramt in seinem Hemd herum und zieht eine Visitenkarte heraus, die er euch über den Tisch schiebt. Hier ist meine Nummer. Einfach anrufen, ja? Dankeschön. Danke, Officer. Na gut, dann steht er auf und lüpft seinen Hut. Dann wünsche ich euch einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank. Danke. Dann geht er zur Bar. Hey, Rutherford, ich zahle das Essen. Und dann spricht er mit einem auch nicht geraden, schlanken, kahlen Mann mit einer fettigen Schürze, der aus der Küche rauskommt. Kurze Zeit später kommt die blonde Bedienung mit eurem Essen. Also hier, dreimal Burger und eine Cola. Lasst euch schmecken. Und dann geht sie wieder. Ich an der Cola. Ich sippe an der Cola. Also du merkst sofort, das ist keine Diet Limo, das ist auch keine Zero. Das ist Cola. Entschuldigung? Ja? Ich wollte eine Light Cola. Haben wir nicht. Wie haben sie nicht? Mehr haben wir nicht. Das Ketchup ist auch alle. Also schön. Sie nimmt's, ich bring Neues. Geht, kommt kurze Zeit später wieder und stellt euch eine Flasche hin. Also das Ketchup. Dankeschön. Ist es eine große Portion Pommes? Normal. Ich hätte gern noch extra Pommes, bitte. Bist du sicher, dass du das alles isst, Schätzchen? Ja, nennen Sie mich nicht Schätzchen. Na gut. Dauert aber eine Weile. Das sind nur Pommes. Noch einmal Pommes, schreit sie in die Küche und macht sich wieder hinter dem Tresen zu schaffen. Wie sieht mein Burger aus? Da Käse drauf? Ja. Ich schieb ihn zu dir rüber. Mai, du kannst den haben. Okay, danke. Aber den Käse kann man
Könnte man auch rausnehmen. Ja, aber schau dir das doch mal an, da ist auch Bacon mit drauf. Ich mach meinen Burger auf, klapp ihren auf, nimm mir alles raus. So. Okay. Besser wird's nicht. Wenig später kommt sie und schiebt dir nochmal Pommes hin. Ah, Action. Die Kleine kann ihr essen. Will jemand Kaffee? Burger? Immer her damit. Zückt deine Kanne und schenkt ein. Ich tunke dir letzten bisschen den Burger in den Kaffee. Lon, du bist so eklig. Das Burger hält wach. Manchmal frage ich mich echt, warum ich mit dir befreundet bin. Ja, wie immer. Ich grinse und mir fällt das Essen aus den Zähnen. Naja, ich schätze mal, dass wir da oben jetzt keine Minibar haben werden. Genau. Das heißt, wir sollten noch Snacks besorgen. Da war eine Tankstelle da drüben. Ja. Also, ihr könnt Snacks besorgen. Wieso willst du keine Snacks besorgen? Ich bin immer noch keine 21. Ich habe erst in 2 Wochen Geburtstag. Das wisst ihr ganz genau. Ich habe tatsächlich Snacks gemeint. Willst du dich... Wir brauchen Essen, Verpflegung, natürlich. Also ich weiß, in 2 Stunden brauche ich wieder was zu essen. Ja, was ist, wenn also ich meine wirklich Snacks. Ein Fressflash hab, brauche ich was zum Beißen. Pfannkuchen, 1 Kilo. Ja, ich sag doch gar nichts. Ich meine nur Alkohol. Ja, das haben wir schon verstanden. Jetzt brauchen wir Alkohol, ich habe was viel Besseres. Jetzt klatsche ich es auf mein Goodiebag. Auch wieder wahr. Was will dein beinahe 21-jähriges Ich denn trinken? Sag jetzt ja nicht irgendwie... Eistee. Teuren Shampoos, den gibt's nicht. Oh. Außer du gibst mir Geld mit. Ein Sixpack. Sixpack wird schon reichen. Wie steht's um dich? Oh nein, Mann, sowas brauche ich nicht. Na gut, dann... Aber vielleicht haben die da wirklich irgendeinen Sekt. In diesem Kaff. Ja, dann rüber mit der Kohle. Glaubst du, ich zahle das alles? Ah, okay. Ich schieb dir so einen 20er rüber. In diesem Moment hört ihr die Tür klingeln. Der Sheriff ist gerade dabei hinauszugehen. Dreht sich nochmal zu euch um. Und kein Alkohol, Kids, ja? Nein, wir wollen nur wandern. Dann geht er hinaus. Sehr gut. Apropos wandern. Ich habe ja diesen Ort hier gegoogelt. Und ich habe mir diese Lodge angesehen. Also nicht diese Lodge, diese Cabin. Und ich sage da an Lodge, weil es gibt hier eine Lodge in der Gegend. Das war in den 1960ern, ist sie gebaut worden. Das war so ein Jahr für alte Leute, die zu viel arbeiten. So die typischen Burnout-Generation, die sich halt erholen wollten. Die sind da hochgefahren zu dieser Lodge. Und es ist aber 4 Jahre später komplett abgebrannt. Und ich würde da gern hinwandern. Das klingt voll spannend. Zu irgendeiner abgefackelten Bude? Warum? Weil es spannend ist. Das gibt voll die gute Story, Mann. Das ist 4 Jahre. Weißt du, ist so mysteriös. Also vielleicht, wenn du dort irgendwas rauchst, vielleicht siehst du irgendwelche Geister, weil nämlich alle, die da dort waren, sind mit abgebrannt. Hm. Genau, vielleicht Kontakt zu den Ahnen aufbauen. Jo, Mann, das gefällt mir. Wir müssen halt, ja, so 2,5 Stunden ungefähr dahin wandern. Wow! No way! Das ist viel zu weit! Das stimmt, kann mich wer tragen? Echt ganz schön weit. Kannst du uns beide tragen? Sehe ich so aus, als würde ich dich tragen können, du Fettsack? Nein. Hey! Nur weil ich ein bisschen zugelegt habe. Ich trage euch doch nicht. Ah, kommt schon. Wir sind... Was kann man da schon machen? Ja, ja. Eigentlich hast du recht. Ja, ja, gut. Klar. Ich habe ja auch meine Wanderschuhe dabei. Und du kannst Fotos machen. Ach, Fotos, Videos. Du kannst auch Videos Stories. Machen. Stories. Kannst alles machen. Aber das machen wir, oder? Ja, gut. Wie lass uns das morgen machen. Aber erst dann mal einkaufen. Ja, und kaufen wir mal Snacks. Und ich glaube, diese Burger müssen wir auch noch bezahlen. Wir sind eingeladen worden vom Cop. Was? Ja, der hat gesagt, die Chance geht auf ihn. Ich glaube, du hast sowas missverstanden. Ich gehe einfach hinaus. Ja, dann ruft dir die blonde Bedienung schon nach. Hey, gezahlt wird aber auch. Ich deute auf Serena. Na gut. What?
Dann kommt sie zu euch. Also, was macht 22 Dollar alles zusammen? Ich bin gefahren. Soll ich jetzt alles zahlen? Oh Mann! Ja, zumindest ein Essen kannst du doch. Muss ich den Sheriff zurückrufen? Na, oh nein, machen Sie mal Low Lady. Ich blätter ihr das Geld so hin. Ohne Trinkgeld, ja? Ich gebe ihr kein Trinkgeld. Wow. Vielen Dank. Dann geht sie wieder. Sagt etwas sarkastisch. Viel Spaß auf dem Berg. Danke, Lady. Schönen Tag noch. Und wir gehen. Ich bin schon draußen. Dieser Tankstelle Krämerladen oder was? Es gibt beides. Es gibt einen Krämerladen, den Hopes and General Store und eine Tankstelle. Auf zum General Store. Okay. Gut. Der Krämerladen ist ziemlich unspektakulär. Ihr geht hinein und ihr seht viele, viele Regale voller Konservendosen, Haushaltswaren und ein wenig Basisausrüstung für angehende Wanderer. Also so wirklich das Grundlegendste bekommt man hier. Gibt's da frisches Obst und Gemüse? Nein. Es gibt nur eingelegtes. Wir brauchen Speck und Bohnen. Nimm die billigsten Konserven, die sie haben. Und davon en masse. Ja, das funktioniert. Es gibt Einkaufskörbe, also. Chips. Gibt es nicht eine Verkäuferin oder einen Verkäufer? Doritos. Ja. Mountain Dew. Mehr Cola. Erdnüsse. Funyuns. Erdnussbutter. Toastbrot. Ich gehe zur Verkäuferin, Verkäufer, wer auch immer da ist. Ja, hinter dem kleinen Tresen steht eine gebückte, alte, schwerhörige Dame. Ja? Entschuldigen Sie, Lady. Hallo. Haben Sie hier Obst oder Gemüse? Ja, natürlich. Sellerie? Nein. Was haben Sie denn? Und wo? Konserven, dort hinten. Nein, ich meine frisches Obst und Gemüse. Ja, in den Konserven. Nein, für Smoothies. Was ist denn das? Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ich drehe mich um und gehe weg. Also du siehst Einmachgläser mit allen möglichen Gemüse und Obst. Und du siehst, wie wir irgendwie Snacks einfügen. Als du mit ihr sprichst, kannst du eine Probe Verborgenes erkennen machen. Okay. Nicht geschafft. Gut. Ja, wir kommen mit dem eisernen Korb und patsch, geben den auf den Tresen und der ist über und über mit teilweise Konserven und teilweise den billigsten und ungesündesten Zeug, was wir finden konnten. Und natürlich noch ein Sixpack. Entschuldigung, Alk und so. Und kein Insekt. Ist doch nicht euer Ernst. Sie fängt sofort an, das zusammenzurechnen und braucht dabei ziemlich lange. Also ihr steht da ziemlich lange rum, sie nimmt jedes einzelne Teil und ja. Während die Lady das abkassiert, möchte ich bitte Cola Light suchen gehen, weil die beiden haben ja nur die normale Cola eingepackt. Das ist wahr. Mach mal einen Wurf Glück. Come on. Eine 7, yes. Du findest tatsächlich Cola Light hier. Ich packe die Cola Light ein. Immerhin irgendwas Gesundes. Ihr zwei könnt noch eine Probe Verborgenes erkennen machen. Ob wir Käsestangen finden? Wir wollen noch Käsestangen. Normaler Erfolg. Gut. Das reicht schon. Bei Lonnie reicht es schon. Du stehst da, lungerst am Tresen herum. Du kennst das. Für dich brauchst du nicht lange. Das ist gute, ganz flott, die Alte. Angenehme Arbeit. Und dann fallen deine Augen auf eine Pistole, die unter dem Ladentisch liegt. Du kannst nicht erkennen, um welche es sich handelt. Ich denke nicht, dass du so etwas überhaupt unterscheiden kannst. Aber es sieht so aus, als wäre sie für den Verkauf verpackt. Hey Lady, wie viel für die Knarre? Oh. Hast du eine Lizenz? Lizenz? Braucht man eine Lizenz? Ja. Ja, natürlich hat er die. Ich zeige ihm meinen Führerschein. Lizenz fürs Führen einer Waffe. Reicht das nicht? Nein, sonst darf ich sie nicht verkaufen. Okay. Kann ich sie kaufen für mein Paar?
Er hat eine Lizenz. Du brauchst einen schwierigen Erfolg auf, dass er dann überreden, was du gerade versuchst. Okay. Schwieriger Erfolg. Naja, wo ist er denn? Ja, sitzt draußen im Wagen oder ist weggefahren, weiß ich nicht mehr genau. Draußen im Wagen, sagen Sie? Er sitzt hinten. Ich denke, ja. Er sitzt hinten, er hat sich das Bein gebrochen, ich fahre. Oh, der Arme. Naja, Sie sehen vertrauenswürdig aus, da drücke ich mal ein Auge zu. Danke, Mann. Das macht $50. $50? Ich packe ein Bündel 100 aus. Zähle so 200 ab. Reicht das auch für den Einkauf? Sehr knapp. Danke. Sie steckt sich alles ein, greift unter den Tresen und gibt dir in einer Schachtel eine 22er Automatik mit 8 Schuss. Wow. Mehr haben wir nicht. 8 Schuss? Ja. Ich komme jetzt mit den Armen vor. Bin ja kein Waffenladen. Cola Light wieder. Das kommt auch noch dazu. Der Herr hat schon bezahlt. Oh. Nicht für das. Ja, doch für das. Oh Mann, Loni, ich hab deinen Burger bezahlt. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ah ja, stimmt, Mann, hast du recht. Ich sehe wohl die Waffe in seiner Hand, oder? Ja. Wow. Sag mal, spinnst du? Ist abgefahren, Mann. Ich hatte das gar nicht teil an. Sag mal, habt ihr einen Knall? Was sollen wir mit der Waffe haben? Ey, wir müssen da 2 Stunden durch den Wald. Was ist, wenn uns ein Bär angreift? Also, ich dachte, Alter, hier gibt's doch keine Bären. Ich weiß nicht, ich habe da ein paar Rotbären gesehen und Schwarzbären. Und gibt's hier Bären? Und Waldbären. Und naja, wenn man Pech hat, kann man hin und wieder auf einen Grizzly treffen. Aber da muss man schon gewaltiges Pech haben. Hey, das ist eine perfekte Waffe zur Selbstverteidigung. Sie ist leicht zu verstecken und äußerst tödlich. Wow. Wo kriegen wir zumindest mehr hier auf der Aufverpackung. wo kriegen wir mehr Munition dafür? Ich bin auch kein Waffenladen. Ja, hier gibt's nicht mehr Munition. Ich habe auch gefragt, wo es mehr Munition gibt. Nicht, haben Sie mehr Munition. Frag mal bei Hank auf der Tankstelle. Wie jetzt? Der gegenüber bei der Tankstelle verkauft Waffen? Naja, richtig gegenüber ist es nicht, aber es gibt eine Tankstelle im Ort. Naja, nicht offiziell, aber der hat vielleicht wenig. Okay. Danke, ja, Ma'am. Danke schön. Viel Spaß auf der Hütte. Ach ja. Du hast gesagt, wir gehen auf die Hütte. Ne? Ich dachte schon, das ist irgendeine Irre, die hell sehen kann oder so. Nein. Ihr wollt doch jetzt nicht ernsthaft noch mehr Munition kaufen. Wir brauchen doch sowas nicht. Was heißt hier brauchen wir? Wir wollen sowas. Als ob ihr schon jemals eine Waffe in der Hand gehabt hättet. Ihr wisst doch gar nicht, wie man mit dem Ding umgeht. Nein, deshalb brauchen wir mehr Munition, damit wir auf die Dosen schießen können. Ich will auf Dosen schießen. Wow. Hey, ich habe so einen Verteidigungskurs letzte Woche gemacht für 6-Jährige. Ich war da so in so einem Dojo. Hab so eine Trainingsstunde gehabt. Ich bin voll die Waffe, Mann. Hör zu, wir werden hier oben vermutlich keinen Empfang haben. Und wenn ich meine Felder nicht bestellen kann... Oder meine Dörfer nicht verteidigen kann, dann werde ich ein wenig unruhig. Wie, da oben gibt's keinen Empfang? Naja, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass du da den perfekten Empfang hast. Nein, nein, das, Mann, du verstehst das falsch. Es gibt einen Empfang. Den Empfang des Kosmos. Du musst deinen Geist öffnen. Das könnten wir auch tun. Oder wir schießen auf Dosen. Aber wie soll ich denn meine Storys posten, wenn es da keinen Empfang gibt? Ist das nicht so ein Offline-Modus? Das ist doch Quatsch, die Leute, meine Follower wollen live dabei, Serena, sein. Serena, jetzt komm mal runter. Wir werden da schon Empfang haben, hoffe ich doch. Aber vielleicht nicht so viel wie sonst. Und für den Fall, dass wir mal keinen Empfang haben, oder wir warten, bis das Essen warm ist, können wir in der Zwischenzeit auf Dosen schießen. Boah, macht mit dem Ding, was ihr wollt, aber ich nehme das nicht in die Hand. Okay. Dann trag da bitte ein Sixer-Pack. Hat meine Ex-Freundin auch gesagt. Okay. Wow, Loni. Wow. Dann gehen wir zur Tankstelle. Das wollten wir jetzt nicht wissen. Ihr geht hinaus aus dem Laden, voll bepackt. Und ja, die Tankstelle ist
leicht auszumachen. Dann geht ihr dorthin. Tragt ihr euer Zeugs eigentlich in den ins Wagen Auto, vorher? Auto, ja. Oder fahrt dann mit dem Auto hin? Ja. Oder ja, können wir machen. Wir parken das Auto dann beim Sheriff und nehmen dann den Sessel. Okay, also ihr habt alles verstaut in eurem Wagen, fahrt die vielleicht 100 Meter zur Tankstelle. Auch dort ist niemand außer einem alten, rostigen Pickup, der vielleicht irgendwann mal rot war. Ihr fahrt hin, steigt aus und in diesem Moment seht ihr, wie von der Tankstelle ein Mann zu diesem Pickup geht, ziemlich... Ja, ihr alt um die 60 vielleicht, weiße Haare, sehr furchig und viele Narben im Gesicht, tätowiert, muskulös, wirft einen Jutesack in seinen Wagen und dreht sich kurz zu euch um, nickt euch zu. Dann seht ihr, wie er eine ziemlich große, blank polierte Machete von der Ladenfläche nimmt und in die Beifahrertür schmeißt. Ja, Mann, sind Sie Hank? Und steigt da ein und fährt weg. Er hat mir nicht geantwortet. Er antwortet nicht, nein. Okay. Wow. Er wirft nur einen grimmigen Blick zu. Wow, Mann. Er war eiskalt, Mann. Ich würde eher sagen, ziemlich unfreundlich und grumpy. Jo, wie ein alter Samurai. Wow. Ja, ich kauf mal lieber was ein. Ich, mir ist eingefallen, ich wollte noch so ein Akku-Pack besorgen. Powerbank? Ja. Natürlich. Of course. Dann gehst du hinein und auch bei der Tür der Tankstelle erklingt ein Glöckchen. Wenn du hineingehst, drinnen ist es ziemlich heruntergekommen und schmierig. Es gibt ein paar Regale, auf denen alle möglichen brauchbaren Dinge stehen. Einige Lichter blinken halb kaputt. Und auch dort hinter der Anrichte steht ein Mann mittleren Alters, überraschend fröhlich. Hallo, willkommen. Guten Abend. Geht's zur Cabin? Guten Tag. Bitte? Geht's zur Cabin? Ah, ja. Wir kommen hier nicht auf Besuch. Ich erkenne es immer, wenn neue Mieter kommen. Ja, Mann, sind Sie Hank? Ja. Ah, hallo. Ja, ich bin Loni. Hallo, freut mich sehr. Ja, verkaufen Sie Munition für den 22er? Wow, Mann. Also, ist der Sheriff in der Nähe? Nein. Ich denke nicht, Mann. Ja, hast du denn eine Lizenz? Darfst du eine Waffe führen? Ja, ich habe eine Waffe. Jetzt darfst du sie auch führen. Naja, ich meine, das hat mir keiner verboten. Ach, kommen Sie schon, wir wollen nur auf ein paar Dosen schießen. Ja, Selbstverteidigung für die Bären und so. Das bräuchte eine Probe auf irgendwas Zwischenmenschliches. Überreden. Wie es überzeugen. Ich habe den gleichen Wert in beiden. Ich würfel doch mal. 92. Also, nein, Kleine. Tut mir leid, aber... Oh nein, ihr seid nicht volljährig. Ich bin 23. Du bist Asiatin, du schaust immer lieb aus. Verdammt. Jo, ein Kindchen, geh mal zur Seite. Jo, Mann. Ich muss diese Schnallen beschützen können. Da sind gefährliche Sachen in dem Wald. Ja, das wird doch gehen, oder? Jetzt ist es ein schwieriger Erfolg. 91. Jo, Mann. Gib mir das Zeug. Also, hör mal. Wo hast du die Waffe überhaupt her? Die habe ich gekauft, rechtmäßig. Ja, so eine Waffe ist kein Spielzeug. Die nimmt man sich nicht mal eben mit auf eine Hütte, weil man es lustig findet, um auf Dosen zu schießen. Ja, du hast recht. Wir sind hier in Amerika. Genau das machen wir. Also, nein, Mann. Ich hab Snacks, wenn ihr wollt, aber keine Waffen. Nicht von mir. Hast du eine Powerbank? Okay, danke. Ja, sowas habe ich. Und Taschenlampen hätte ich auch gerne. Ja, habe ich auch. Kein Problem. Sellerie? Mann, ein Glückswurf. Mädel. Ein WLAN-Verstärker. Geschafft. Ja, habe ich tatsächlich. Dort hinten beim Gemüse. Oh mein Gott, Sie haben hier frisches Gemüse? Na ja, Idi fühlt ja sowas nicht in Ihrem Krämerladen. Irgendjemand muss es ja tun. Wow, ich lade so ein
Korb voller frisches Obst und Gemüse. Ich hoffe, nach dieser Cabin da oben gibt es einen Smoothie Maker. Loni. Du nimmst das Gemüse, packst es ein und siehst, unter einem klettert eine große Spinne hervor und auf deine Hand. Proteine, Mann. Hey, wenigstens laktosefrei. Ihr seid so lustig. Packe das Gemüse so. Serena, du weißt schon, dass wir hier in einer Cabin übernachten. Da gibt's vielleicht Spinnen. Da gibt's Spinnen? Ja, Mann, eins mit der Natur. Haben Sie Insektenspray? Na klar. Und die größte Dose, die Sie haben. Stellt er eine Dose auf den Tresen. Sehe ich irgendwo eine Schachtel mit Munition? Nein, nicht offen. Johann, hast du auch sowas wie medizinische Versorgung, so Kopfschmerztabletten? Ja, nein, tut mir leid, aber sowas habe ich nicht, nein. Hm. Schade. Aber normalerweise ist ein Kasten in der Cabin. Oh, sehr gut. Also müsste das Nötigste dort sein eigentlich. Wir wollten mit dem Auto hochfahren. Ja. Der Weg, okay? Ja, es ist halt eine Schotterstraße und sie ist ziemlich furchig, Schlaglöcher und ziemlich eng, aber natürlich kommt man hoch. Also sie ist jetzt nicht verschüttet oder so. Ich traue der Sache nicht. Mann, wir haben so einen Geländewagen, aber hey, das ist keine befestigte Straße. Wenn es regnet, wird das alles schlammig. Wenn wir mit der Seilbahn fahren, könntest du wieder ein paar Fotos machen? Und wer soll das ganze Zeug da hochtragen? Also ich sicherlich nicht. Ey, das ist so ein Sessellift. Das packen putten wir auf den Sessel und das war's. Und liften's hoch. Jo. Nein, wir packen das in Tüten und dann tragen wir das. Aber das ist voll viel, den ganzen Fraß, den wir eingekauft haben. Kein Problem. Ja. Ich habe so einen riesigen Bergsteiger-Rucksack, der zwei Köpfe noch über meinen Kopf. Und da packe ich alles rein. Ja, deine Eltern schauen schon auf dich, muss man sagen. Natürlich, Mann. Ich habe sehr viel, ich sage mal, Werkzeug dabei. Was heißt hier Werkzeug? Naja, Mann. Willst du eine zusätzliche Hütte bauen da oben? Nein, aber meine Wasserpfeife zum Beispiel. Und okay. Eine kleine Steigleiter, um auf die Wasserpfeife raufzukommen. Ah, ist vielleicht noch eine Nachfüllung für Feuerzeug. Ja, ich habe Feuerzeuge, aber ich kann euch Benzin ablassen in dem Kanister. Aber Petroleum für Lampen oder so? So ganz normales Feuerzeug. Da ist ein Öl oder sowas drin. Naja, das sind schon spezielle Fahrzeuge. Feuerzeug, ein Feuerzeugbenzin, kleines. Feuerzeugbenzin. Keine Ahnung, irgendwas zum Nachfüllen. Normales Benzin brennt zu schnell. Ja, ich habe Feuerzeuge. Ja, aus Plastik. Dann gib noch zwei Feuerzeuge rüber. Ja, wirf da drauf. Noch was, Ladies and Gentlemen? Nee, ich hab jetzt alles. Entschuldigung, Sir, aber wissen Sie, wie die Cabins so beheizt werden? Haben Sie einen Ölofen? Sollen wir da Ersatzöl mitnehmen, oder? Mit Muskelkraft. Ihr geht in das Haus, ihr hackt Holz und ihr schlechtet es in den Kamin. Nein, jetzt nicht God wirklich, damit. Oder? Da gibt es nicht mal eine Zentralheizung. Gott damit. Gibt es hier eigentlich ein Hotel? Ach, stellt euch nicht so an. Es ist super kuschelig warm, wenn ihr den Kamin erstmal angeworfen habt. Ich war da selbst schon mal oben eine Nacht. Kannst du ihn nicht dafür bezahlen, dass er warm macht? Wahrscheinlich nicht, der muss hier arbeiten. Ja, aber hat er so nach der Arbeit? Kommt er zu uns, heizt ein, macht sauber, kocht uns was? Naja, aber der Lift geht nur bis 20 Uhr. Ja, nicht, wenn wir diesen Lonnie bestechen. Lonnie? Ich bin Lonnie. Nein, der Typ, der die Seilbahn bedient, ist auch Lonnie. Oh, krass, Mann. Also, willst du jetzt ein paar Leute bezahlen, dass sie... Oder willst du deine Eltern dafür bezahlen lassen? Nein, Mann, das mache ich schon selbst. Holzhacken kann nicht so schwer sein. Kennen Sie diese Lodge, die abgebrannt ist? In den 60ern? Ja, natürlich. Die Geschichte kennt jeder hier. Waren Sie schon mal dort? Nein. Soll eine ausgebrannte Ruine sein. Ja, genau. Urcool. Naja, ihr habt ja Zeit dort oben. Ihr könnt ja eine Wanderung dorthin unternehmen. Und was kann man bei der Wanderung noch so alles sehen?
Grizzlybären, die uns dann fressen, weil wir keine Munition haben. Ah, so lustig, Mike. Ich lach mich kaputt. Ja. Naja, also die Lodge hatte damals ein Streichelzoo dabei, Ziegen, und man sagt, also die beim Feuer, ne, die sind entkommen und in die Berge gelaufen und die haben sich dort angesiedelt. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man dort auf Bergziegen trifft. Sind das gefährliche Bergziegen? Aber ist egal, wir haben eh keine Munition. Wow. Okay. Naja. Ja, Mann. Das macht dann $35. Inklusive Munition? Nein, ich gebe euch keine Munition. Ach, kommen Sie schon. Hört mir auf mit eurer Munition. Ich blätter wieder so ein Hunderter runter. Nichts an. Na, Mann. Behalte das Wechselgeld. Oh, vielen Dank. Kommen Sie, es ist doch... Dank, Mann. Und da steckt es sich ein. Ja, kommt. Lass uns gehen. Mann. Ach Gott. Viel Spaß in der Cabin. Das werden wir sehen. Ich glaube, ich pflanze noch ein wenig was. Und die Tür... Nein, du kannst jetzt nicht anfangen zu spielen, du musst fahren. Ja, nein, wir können kann kurz ich auch. Warten. Ja, du fährst sicherlich nicht, du bist schon wieder bekifft. Was? Du hast doch heute Morgen wieder einen durchgezogen, ich hab's doch genau gesehen. Ja, das ist schon wieder eine Stunde her. Oh fuck, jetzt gibt's auch noch doppelte Punktezahl. Können wir noch nicht 10 Minuten warten, bevor wir da... Oh Mann, ja dann spiel halt, dann mache ich noch eine Story. Und ich fahre jetzt bald. Nein, du fährst nicht, du kriegst den Schlüssel nicht von mir. Jo, das ist echt absolut uncool. Ja, setz dich da mal rein, 10 Minuten, mach ein Nickerchen. Okay, du setzt dich in den Wagen, siehst bei einem Mädchen zu, wie sie am Handy hängen, und plötzlich klatscht etwas auf die Windschutzscheibe. Und du siehst auf und siehst direkt vor dir das Gesicht einer alten, verhutzelten Frau, eindeutig eine Obdachlose. Hey, habt ihr etwas Kleingeld? Und sie pocht an die Windschutzscheibe. Kleingeld! Nein, Mann, nein, oh mein Mann. Gott, das muss ich live aufnehmen! Nein, Mann! Ich hau ab! Weg halt, da, Alte! Ich halte das Handy so, dass die Alte mit mir im Bild ist. So, hey, und wisst ihr, was man hier alles findet? Auch solche Leute gibt es hier. Ach komm, jetzt ist wirklich nicht die Zeit für diesen Nur etwas Kleingeld. Mann, Lolli, lass mal einen Schein rüberwachsen, dass die Alte Ruhe gibt. Zieh ab. Hey, Lady, gucken Sie mal hier in die Kamera. Jo, zieh ab, du Vettel. Ja, und zeternd zieht sie ab. Gott verdammt. Was ist denn hier los? Mann, Lolli, du hättest dir doch ruhig was geben können. Ey, das sind doch nur Schmarotzer, die auf das Wohl anderer sich versuchen, Reichtum zu machen und den ganzen Tag nichts tun. Solche Leute verabscheue ich. Ich gehe mal schauen, ob jetzt irgendwas im Auto kaputt ist. Moment, wenn ich dich beschreiben würde. Ja, ich bin eins mit der Natur. Du gehst um das Auto herum und du siehst dort auf der Seite, wo sie in die Scheibe geklopft hat und er saß, hörst du ein Zischen und die Luft geht aus dem Reifen. Fuck! Ich mach die Tür auf. Die hat uns einen Platten gestochen. What? Das ist echt uncool, Mann. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich diesen beschissenen Sessellift nehmen? Ey! Das ist unser kleinstes Problem, hey. Mein Vater hat mir das Auto anvertraut, jetzt haben wir einen Platten. Oh Mann, dieser Tankwart kann das doch bestimmt reparieren. Ja, aber dann bin ich wieder schuld und ich muss es wieder zahlen für mein Taschengeld. Dann kann ich wieder drei Monate lang keine neuen Punkte nachkaufen. Oh Mann, jetzt reg dich ab. Dein Leben hängt doch nicht von diesen blöden Spielen ab. Ja, Microtransactions are the source of all evil. Werfe ich jetzt so ein. Ihr nehmt das überhaupt nicht ernst. Das sind diese... Ja, wären wir doch gleich gefahren. Diese dämliche... Ich rufe jetzt den Sheriff an. Wer hat das Kärtchen? Hier. Ich rufe jetzt den Sheriff an. Na, ich weiß, wenn ich dich hab. Hey, ist das wirklich die richtige Idee? Dann hörst du, es klingelt. Ja. Oh Gott, ich geh mal spazieren. Hey, Lonnie, pack die Waffe weg. Sheriff Hutchins. Ja, Sheriff, wir haben uns vorhin im Diner getroffen. Mein Name ist Mai Roberts. Oh, ihr habt jetzt schon Probleme? Ich weiß ja nicht, was in diesem kleinen Örtchen hier abgeht, aber wir stehen gerade bei der Tankstelle und da kam so eine wahnsinnige... Irgendwie ist gegen die Scheibe gelaufen, wollte Kleingeld und dann hat sie mir ein Loch in den Reifen gestochen. Ja, habt ihr wohl nichts gegeben, wie? Das ist ihre Reaktion? Ja,
was soll ich machen? Es ist Martha. Sie ist stadtbekannt. Sie ist eine Obdachlose, die hier bettelt. Wenn ich sie einsperre, dann muss ich mich um sie kümmern und sie durchfüttern. Es ist mir... Tut mir leid, aber das ist mir egal. Die hat meinen Reifen zerstochen. Wer bezahlt mir den Schaden jetzt? Was soll ich jetzt tun? Die mir den Reifen bezahlen? Nein, das werde ich nicht tun. Dann buchten sie die Frau ein und sie muss den Reifen zahlen. Also, war das alles? Ja, was heißt, war das alles? Dann hörst du ein Düten in der Leitung. Und der hat aufgelegt. Was für ein Arschloch! Ich sag doch, die Polypen, von denen kannst du nichts haben. Wofür ist das Gesetz gut? Ich schau mir die Karte nochmal genau an, ob das tatsächlich eine offizielle Sheriff-Karte war oder irgendein Wahnsinniger, der glaubt, er spielt hier Sheriff. Sieht auf dich offiziell aus. Ich zerreiß den Scheiß und steig drauf und schau, dass das jeden Zentimeter von Dreck überzogen ist. Okay. Oh Mai, jetzt reg dich mal wieder ab. Es ist nicht dein Auto. Ja komm, wir geben dem Tankstellen-Fritzen einfach ein paar Hunderter. Ein paar Hunderter. Ja, oder ein Hunderter, keine Ahnung, was das kostet. Woher soll ich das wissen? Jetzt kommt er auch schon raus. Ey, habt ihr Probleme? Ja, diese blöde Obdachlose da hat mir einen Reifen zerstochen. Ja, habt ihr wohl nichts gegeben, wie? Ach, kommen Sie. Das ist doch nicht Ihr Ernst, das hat der Sheriff auch gesagt. Ja, ich weiß. Also können Sie das reparieren? Ja, lass den Wagen hier, ich repariere euch das. Aber das zahlen Sie von der Stadtkasse oder keine Ahnung was. Ja, kein Problem, wir machen das. Dankeschön. Na dann los. Ja, dann aber zum Lift gehen. Hilft noch mit. Wir müssen ihn hier rein auf die Tankstelle schieben. Ja. Ja, Mädel, schiebt mal. Ja, passt. Ihr schiebt ihn weiter. Ich mache eine Story davon. Zapfsäule. Also ja, gebt mir die Schlüssel und dann ist der Reifen gewechselt, wenn ihr abreist. Macht euch keine Sorgen. Ja. Okay. Also, viel Spaß. Wo ist dieser Lift nochmal? Er beschreibt euch den Weg. Hm. Rucksack. Da habe ich schon alles reingepackt. Gut. Taschen, Rucksack. Voll gepackt. Marschiert ihr los. Es sind etwa 300 Meter. Es ist ein kleines Dorf. Hm. Und dann seid ihr auch schon am Rand des Dorfes und dann seht ihr die Sessellift-Station. Und es ist ein kleiner, schmuckloser Betonbau. Verglast und in diesem Glas sitzt auf einem Bedienpult sitzt ein Mann. Er winkt euch zu und der Sessellift ist immer in Bewegung. Man kann zu zweit drauf sitzen und es gibt einen extra Platz für Gepäck. Mhm. Und als der sieht, ihr könnt nicht mit ihm sprechen, denn er ist hinter Glas, aber als er sieht, dass ihr herkommt auf dem Ausstieg, betätigt er irgendeinen Hebel und der Sessellift hält an. Dann hört ihr aus dem Lautsprecher ober euch: Willkommen, also steigt ein, verstaut das Gepäck und dann geht's los. Wir können nicht mit ihm sprechen. Sieht nicht so aus. Zumindest nicht von hier, wo ihr jetzt seid. Ich deute ihm vielen Dank und setze mich auf dem. Aber ist das Pärchen jetzt schon abgereist? Werden wir gleich sehen. Wir werden sehen. Wenn nicht, schmeißen wir sie raus, denn wir haben ab heute die Hütte. Jo. Einsteigen bitte. Gut. Pack das auf den Sessel und lass mir. Dito. Gut. Ich setze mich zu dir. Schaffst du es alleine? Mein Leben lang schon. Okay, Loni. Dann setzt sich der Sessellift in Bewegung. Fotos. Ihr. Hey Mai, guck auch mal in die Kamera. Ihr seht schon sehr schnell wunderschönstes Bergpanorama. Der Sessellift wird sehr schnell sehr hoch. Die Landschaft fällt etwas ab. Ihr seht unter euch einen See. Ihr seht Bäume. Ihr seht auch in einiger Entfernung die Straße, die sich serpentinenartig hinaufschlängelt. Und immer wieder diese großen Steher, die der Sessellift passiert. Und die ganze Strecke ist schon ziemlich lang. Ungefähr auf halbem Weg die Füße baumeln unter euch, geht's gute 25 Meter bergab, gibt es einen Rucken und einen Stocken und das Lift steht. Wenn ich da jetzt runterspringe, könnte ich überleben? Das finden wir heraus. Nein, das finden wir nicht heraus. Mann. Wow. Ich mag Höhen nicht unbedingt.
Also zumindest nicht, wenn ich nicht weiß, wenn es weitergeht. Ah, da steigt bestimmt noch jemand ein oder dieses Pärchen ist runtergekommen. Lach mal! Ist voll die tolle Aussicht hier. Ist ja, voll gut für eine Story. Ich habe die ganze Zeit nur Angst, ich verliere meine Schuhe. Es steht ziemlich lange, gute 10 Minuten. Ich gehe mal zu den Girls nach hinten. Sehe ich auch noch nach hinten runter ins Tal. Seh kannst du eine Probe verborgenes erkennen machen? Ein Glück. Nein. Okay. Nein, nichts. 88. Nicht geschafft. Ich winke so nach vor. Das Ganze schaukelt im Wind hin und her. Aber es tut sich nichts. Sehe ich von, wenn ich nach vorne schaue, sehe ich noch nicht das Ende oder so. Du müsstest das Glück ausgeben, um die Probe geschafft zu haben, dass du irgendetwas siehst. Okay. Sonst bist du einfach. Es ist einfach nur Wald, was ich siehst. Okay. Wald. Ich kontrolliere mal meinen Empfang. Kein Empfang. What? Ich kann meine Story nicht hochladen. Ich probiere dich mal anzurufen. Kein Empfang. Tot. Funktioniert hier gerade nicht. Ach Mann. Ja, ich nehme mir. Das ist doch nicht dein Ernst. Energie. Hoffentlich gibt's da oben Empfang. Das ist ja voll scheiße. Also ich würde jetzt einfach nur gerne hier wieder aussteigen. Weitere 10 Minuten. Dieser verfluchte Wind, meine Haare sind ganz verknotet. Komm, das ist doch nicht mehr ausgebürstet. Auch hier könnt ihr eine Probe Verborgenes erkennen machen. Ich nehme eine Packung Chips. Geschafft. Um 3 nicht geschafft. Je länger du da sitzt und mit dem Handy nach guten Winkeln suchst. Und Empfang. Siehst du, dass direkt über euch in der Rolle etwas klemmt? Zwischen der Rolle und dem Seil. Oh, Mai, guck mal. Ein großer Splitter von etwas. War das schon Holz die ganze Zeit Metall? Da? Ich habe keine Ahnung. Sehe ich, was das ist? Holz oder Metall, irgendetwas. Also nichts jetzt sehr Ungewöhnliches. Das heißt, wir sind stecken geblieben? Ist doch nicht dein Ernst. Lonnie! Steck... Was ist? Bei deinem Gewinde da oben. Hängt da irgendwas, was da nicht hingehört? Sehe ich was? Nein. Bin ich direkt sehen? Nein. Nee. Alles smooth. Ich würde dir ja ein Foto schicken, wie es bei uns aussieht, aber wir haben keinen Empfang. Okay. Könnt ihr das beheben? Wie hoch über uns ist das, kann man da so... Naja, du müsstest dich aufstellen und auf den Steigbügel steigen, dann könntest du rankommen. Oh, scheiße. Hey, Mai, hast du irgendwas Langes? Irgendein Selfie-Stick oder so? Was mache ich mit einem Selfie-Stick? Das weiß ich ja nicht, aber ich habe meinen zu Hause vergessen. Weißt du, mit einem Selfie-Stick könnte man... Oh, das ist aber blöd. Ja, come on, jetzt könnte man das gut gebrauchen. Oder willst du da hochklettern und es mit der Hand da rausziehen? Ja, aber ist das wirklich... Das ist doch nicht das, warum wir da jetzt stehen, oder doch? Ja, keine Ahnung, du hast hier so Elektrotechnik mal studiert, du musst doch sowas wissen. Was hat denn das mit Elektrotechnik zu tun? Ja, Mann, come on! Hab ich Sessellifte studiert, oder was? Das weiß ich doch nicht, was du da gelernt hast. Offensichtlich nichts Nützliches. Ja, was redet ihr da hinten? Könnt ihr das Problem jetzt lösen oder nicht? Muss ich die Chips für die Tüte wieder aufmachen? Ja, isst deine verdammten Chips, das kann ja noch dauern. Ach, and Mann. So it is. Oh Mann, ich hab keinen Bock hier zu hängen und da unten der Typ macht offensichtlich gar nichts. Ja, aber Mann, das ist so... Das ist doch saugefährlich, ey. Ey, Mann, weißt du, ich glaube, ich könnte da drankommen. Wenn ich mich hinstelle in diesen... Ihr seht, ihr spürt einen Ruck. Der Sessellift möchte sich in Bewegung setzen, aber er stockt. Und das tut er scheinbar genau mit diesem Metall, Scheiße. Das da oben klemmt. Ach Mann! Ja, schau, das siehst du doch. Mann, irgendwer muss da hoch und das da runterholen. Hast du einen Gürtel? Nee. Ich kaufe meine Sachen immer so, dass die genau passen. Mann, das ist mein Lieblingsgürtel. Ach, verdammt. Ich mach den Gürtel so auf. Fädel den ein wenig aus. Fädel den wieder um diese Mittelstange. Okay. Und mach den wieder zu. Okay. Und versuch dann so langsam aufzustehen und handle mich da so
Und, okay. Und schau, ob ich da irgendwie... Stehst langsam auf, hangst dich nach oben. Mach doch eine Probe auf Geschicklichkeit. Warte mal, ich weiß echt nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass du das machst. Ja, weil du geschickter bist als ich, oder was? Naja, schon. Weißt du, damals in Leichtathletik, ich habe immer die Rekorde gehalten. Halt die Klappe. Ich habe überhaupt nicht mitgemacht bei dem... Ja, schau, da siehst du's. Ja, ich schaff's nicht. Okay. Du stellst dich auf, rutscht ab und sackst nur ein paar Zentimeter nach unten, denn dann hält dich der Gürtel und ja, du kannst nicht fallen. Du hängst ein bisschen so in dem Gestell, kannst aber, wenn du einen Fuß ausstreckst und die Hand nimmst, dich wieder hinziehen. Ach du Scheiße, ich möchte das nie wieder. Oh, oh mein, lass mich mal, hoch. Gib mal deinen Gürtel her, ich probiere das jetzt, ich bin eh viel größer als du. Du bist so eine lästige Tusse. Tittittitte. Wenn du stirbst, ist es Chips nicht auf meinen Gürtel. Dann mache ich denselben Gürtel. Trick. Eine Probe auf Geschicklichkeit. Ja, pass auf, hey. Gut. Geschafft. Du vorsichtig steigst du da hinauf, hältst dich fest, kommst an das Metall und ziehst daran, ziehst nochmal. Und als du es dann endlich rauskriegst, reißen zwei deiner Fingernägel ab und du bekommst tatsächlich einen Punkt Schaden, da du reinkommst. Alter! Meine Nägel, die waren frisch gemacht! Dann geht auch schon ein großer Ruck durch den Sessellift, der dich etwas nach hinten reißt und dann geht's weiter. Dann setze ich mich wieder hin. Da siehst du nach, für eine Tusse habe ich die Situation wohl ganz gut gelöst jetzt, oder? Oh, scheiße, meine Nägel! Stabilitätsverlust. Ja, hast du gut gemacht. Dankeschön. Bitteschön, gerne, liebe Mai. Kriege ich meinen Gürtel wieder? Ja, hier. Danke. Oh, es geht weiter. Awesome, Mann. Ja. Ihr kommt schließlich oben an. Ihr seht, auch die obere Station ist ein nicht gerade hübsch anzusehender, einfacher Flachbau aus Zement. Es ist auch einfach nur eine versperrte Tür. Und davor, hier draußen an einem Hebel und Bedienpult steht ein pickeliger Junge um die 20, der euch etwas entschuldigend zunickt, als ihr nach oben kommt. Tut mir leid, es ist irgendwas ist gesteckt. Ja, Mann, kein Problem. Hast du es aufgehoben? Ich zeig ihm so das Metallstück. Das da hat gesteckt. Sind Sie sich sicher, dass Sie Ihren Sessellift ordentlich warten? Er hält alles an. Steigt erstmal aus, steigt aus. Ich nehme mal. Also was? Also das habt ihr gefunden? Ja, das hat er drin gesteckt. Ja, zeig mal her. Sie sollten mal genauer aufpassen, was da mit ihrem Sessellift los ist, Mann. Wir hätten da jetzt noch Stunden sitzen können. Wir hätten sterben können. Oh ja, das schreit nach einer Wartung. Ich hätte noch eine zweite Packung Chips aufmachen müssen. Das ist verdammt hoch. Wir wären da fast gestorben. Welchen Glück, dass es gut gegangen ist, nicht? Ja, schauen Sie sich meine Fingernägel an. Aber dafür will ich wenigstens 50% Rabatt auf diese Nächtigung hier. Ihr habt mit dem Preis nichts zu tun. Oder ich lasse eine schlechte Rezension bei Job. Ach, damit habe ich nichts zu tun. Einmal hast du deine Arbeit gut gemacht. Danke, Mann. Einer, der es zu schätzen weiß. Hey, Mann, hast du vielleicht was? Naja. Wie weit ist es noch zur Hütte? Eine halbe Stunde. Wer bist du überhaupt? Damn. Ich bin Lonnie. Du bist Lonnie? Ja. Ich dachte, der Typ da unten war Lonnie. Nein. Du bist Lonnie? Ja. Awesome, Mann. Das ist auch Lonnie. Tatsächlich. Oh, Lonnie. Ha. Lonnie. The Lone Stony. Oh, das gefällt mir. Das ist hart, Mann. Also, hast du jetzt was? Meine Schicht ist noch lang und es kommt ja niemand her. Ja, gut. Ich finde, dass du so gute Arbeit geleistet hast. Ich reiche Ihnen unscheinbar eine Tüte. Oh Mann, ey. Oh, vielen Dank, Mann, vielen Dank. Ey, wenn du was brauchst, ne, kommst du zu mir. Er hat dir doch gerade was gegeben. Nein, wenn ich irgendeine Gefälligkeit brauche, meinte ich, glaube ich. Danke, Mann. Werd zurückkommen auf das. Hey, du, weißt du, ob dieses Paar, was hier noch sein soll, schon wieder abgereist ist? Nein, die sind noch nicht hergekommen. Okay, dann müssen wir sie wohl rauswerfen. Da drüben, da steht noch ihr Auto. Und er deutet auf einen großen Parkplatz, der direkt hinter der Station ist. Der Parkplatz besteht eigentlich nur aus festgetretener Erde, Asche und Holzbalken drumherum. Und hier stehen nur zwei Autos, ein hellblauer Chrysler PT Cruiser
und ein rostiger Pickup, der irgendwann mal rot war. War das der gleiche da unten? Ja, können wir das vergleichen? War das der gleiche, der mit dem Tankstelle gesagt hat? Das ist genau der. Oh Mann. Oh Mann, dieser Grumpy-Typ ist wohl auch hier oben. Ja, der Samurai sucht auch Instinkt mit der Natur. Hey, wollen wir Lonnie einladen, dass er nach der Schicht zu uns kommt? Wir haben genug Bier und vielleicht können wir ihm anschaffen, irgendwie einzuheizen. Hey, einer mehr! Ja, Mann, je mehr auf der Party, desto besser. Hey, Lonnie, du willst, kannst du nach der Schicht Ende zu uns auf die Hütte. Ey, nach der Party. Meinst du das ernst, Mann? Natürlich. Ha, das nehme ich doch an. Nimm noch ein paar Freunde mit, wenn du welche hast. Und machen wir ordentlich Party. Ja, also ich mache um 7 dann Schluss. Cool, Mann. Ja, dann komm ich vorbei. Passt, Lonnie, bis später. Ja, dann. Macht's gut. Jo. Ist er hübsch? Nein, wirklich. Yay. Das Einzige, das ihr am Parkplatz sonst noch seht, ist eine große Holztafel, auf der hinter Glas eine Karte der Umgebung ist. Ich mache ein Foto davon. Dann bekommst du die Karte der Umgebung. Huhu. Zeig mal. Nice, Mann. Oh Mann, ich glaube, ich mache mein eigenes Foto. Also wir stehen davor, warum schauen wir uns das auf dem Handy an, bitte? Das zeigt an, dass ihr es dabei habt. Sonst hätte ich es euch wieder weggenommen. Ja. Okay. Cool, Mann. Ich sehe mir das Auto von dem Typ, Mann. Der mit der Machete. Vom alten Samurai? Ich weiß nicht. Geht das nicht ein bisschen zu weit? Ich sehe mir das Auto an. Okay. Inwiefern geht das zu weit? Wie du meinst, Mann. Du hast eine Knarre mit, Alter. Warum geht das zu weit, wenn ich mir das Auto ansehe? Was ist los ich sag mit nur, dir? Personal Space, Mann. Das Mann, das Auto ist seine Burg oder irgendwie so. Oh, wow. That's deep. Also, du gehst zu dem Wagen mit der abblätternden Farbe. Auf der Ladefläche ist Holz und Holzscheite, also Holzbretter, wo man etwas bauen kann, etwas nageln kann, und Holzscheite zum Heizen. Die Fahrertür ist, also die Scheiben sind dreckig und drin am Beifahrersitz siehst du viele zerknüllte Bierflaschen. Dosen. Wo ist die Machete? Und ein Duftbäumchen hängt am Rückspiegel. Wo ist die Machete? Siehst du nicht. Weder Machete noch Leinensack siehst du. Ist beides weg. Ich probiere, ob die Tür aufgeht. Nein, sie ist verschlossen. Fenster ist auch ganz nach oben gekurbelt? Ja. Okay. Alter, das ist voll. Das ist voll die Leichen. Zu Wegschafferkarre. Ja, Mai, bist du jetzt endlich fertig? Können wir gehen? Nein, ich will mir das anschauen. Mach eine Probe Verborgenes erkennen. Nicht geschafft. Nein. Nur zur Sicherheit. Ich schau mal, ob der irgendjemanden überfahren hat und schau mir die Frontseite vom. Schau mir den Kühlergrill an. Nein, ist nichts, nur ein paar Fliegen. Boah, Mann, ich glaube, du schaust zu viele Netflix-Serien. Was du schon wieder für Vorstellungen hast, Mann, ist einfach eine runtergekommene Karre. Ja, und hat es in irgendeiner dieser Serien schon mal geschadet, sich das Auto von einem potenziellen Serienmörder anzuschauen? Mann, was heißt denn hier Serienmörder? Das ist einfach ein alter Grumpy Sack gewesen. Der eine Machete da mitgenommen hat und ja, so und Lonnie rennt hier mit einer Knarre rum. Jetzt lass uns zur Hütte gehen, Mann. Ich will hier nicht länger in der Matsche rumstehen. Lass den Samurai-Warrior in Ruhe. Hey, wenn er euch killt, ich habe euch nicht vorgewarnt, aber ich, ja, ihr kennt euch aus. Gut, dann... Ich fotografiere das Kennzeichen. Es hat keins. Kein Kennzeichen. Ja? Das hat kein Kennzeichen. Keine Ahnung, ein privater Firmenwagen vielleicht? Ja, oder wenn er nur in dem Wald hier rumfährt. Ja, Landwirtschaftsauto. Ja, aber muss nicht jedes Auto ein Kennzeichen haben?
Damit kenne ich mich nicht aus. Hey, keine Ahnung. Du bist hier die Fahrerin. Ja, aber ich... Weiß ich, dass er... Ach Gott. Los, lass uns gehen. Wir brauchen mindestens 10.000 Jahre bis zur Hütte. Ja, vielleicht habe ich zu viele Serien geschaut. Aber ich schaue jetzt trotzdem, ob ich Fußspuren von dem Typen finde. Warum, ey, du bist so anstrengend, ey. Eine Probe Verborgenes erkennen. Nochmal. Du mag lieber deine Selfies, ey. Reden nicht. 83. Gibt es hier jetzt Empfang wieder? Du findest nichts. Sehr, sehr wenig, ja. Boah, Gott sei Dank, hier gibt's Empfang. Zwar richtig scheiße, aber... Jetzt ist er wieder weg. Oh Mann! Ich suche Empfang. Moment, ich suche mit... Immer wieder flackert's mal kurz auf und dann ist es wieder weg. Also es ist nicht stabil. Boah, das wird so ein ätzendes Wochenende. Hey, nicht mal ein Level kann man hier durchspielen. Ich schaff's nicht mal, eine halbe Story hier hochzuladen. Ja, dann mach halt wirklich nochmal Fotos. Ja, und wie soll ich die online stellen? Ja, wenn du kurz Internet hast, dann schaffst du wenigstens ein Foto, wenn nicht schon ein ganzes Video. Tja. Hey, ich biete nur Lösungen an. Wenn sie dir nicht gefallen... Ah, lass uns zur Hütte gehen, Mann. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Der Weg zur Hütte ist beschildert. Ihr habt ihn hier auf eurer Karte eingezeichnet, sogar mit einer Nummer. Das ist der Weg W11. Mhm. Etwa eine halbe Stunde vom Fußweg vom Parkplatz weg liegt dann die Hütte. Der Wanderweg ist schmal, aber sehr gut begehbar. Es geht hauptsächlich durch den Wald und selten über einige freie Wiesen. Auf einer kleinen Lichtung mitten im Wald seht ihr schließlich die überraschend große Hütte. Daneben einen alten Steinbrunnen und einen kleinen Teich. Genau als ihr hinkommt, seht ihr, wie ein junges Paar aus der Hütte kommt und der Mann die Hütte abschließt, ein paar Koffern davor stellt, die Frau sich eine Tasche über die Schulter schwingt, sich zu euch umdreht und euch lächelnd begrüßt. Oh, hallo, hallo, ihr seid die Nachmieter, nicht wahr? Perfektes Timing. Tag, Ma'am, Tag, Sir. Ja, entschuldigt bitte, dass wir so lange gebraucht haben, aber es war ein so schönes Wochenende. Cool, Mann. Hey, ich wünsche euch ganz viel Spaß, es ist super hier, wir haben auch alles sauber gemacht, kein Problem. Oh, danke. Oh, cool. Ja, danke schön. Nur das mit dem Wasser ist etwas lässig, aber das kriegt ihr hin. Was? Naja, der Brunnen ist hinterm Haus und es gibt einen Wassertank und man muss das Wasser aus dem Brunnen schöpfen und im Tank nachfüllen, wenn man warmes Wasser haben möchte. Okay. Ihr wisst schon, fürs Bad und so, ne? Naja, mal 2 Tage nicht duschen. Was heißt hier 2 Tage nicht duschen? Ja, was ist Urlaub? Muss ich mich im Urlaub auch duschen? Was, alle 2 Tage duschen so oft? Ihr seid so eklig. Yo, Ma'am, gibt es irgendetwas... Was wir noch wissen sollten, irgendwelche vielleicht coolen Plätze, die wir besuchen können hier in der Umgebung? Oh, naja, es gibt ja die Karte unten am Parkplatz. Habt ihr die schon angesehen? Ja, wir haben sie abfotografiert. Ja, da könnt ihr ein bisschen dagegen wandern. Na, und was haben sie sich so angeguckt? Wir waren in der Hütte. Ah, verstehe. Oh. Hochzeitstag gefeiert oder so, ne? Ja, frisch verheiratet. Naja, also, viel Spaß. Und dann kommt auch der Mann mit dem... beiden Taschen, nickt euch zu. Oh, hallo. Nein, schönes Wochenende wünschen wir euch. Oh. Ja. Vielen Dank. Danke. Es zahlt sich aus. Und dann gehen sie... Viel Spaß mit den neuen Kindern. Den Weg den Wanderweg hinunter Richtung Parkplatz. Jo. Die Frau dreht sich nochmal um und winkt euch zu. Dann steht ihr vor der Hütte. Ich sehe mich nochmal um, ob ich irgendjemanden mit einer Machete sehe. Im Gebüsch. Nein. Du siehst, er hat den Schlüssel stecken gelassen. Also. Ja. Nice. Ich gehe gleich zur Tür. Gehst zur Tür, sperrst auf, die Tür schwingt auf und du stehst in der Blackhorn Mountain Vacation Cabin. Hier ist nun der Plan der Cabin. Das ist der Eingang. Nein, der Eingang ist bei den Stufen. Ja, ganz genau. Also ihr seht hier, es gibt 4 Zimmer, die mit Türen abgesperrt werden können. Es gibt einen Gemeinschaftsbereich mit Küche und mit Tisch, ein Sofa vor dem Kamin und ein Badezimmer. Als ihr da hineinkommt,
kommt. Es sieht alles tatsächlich sehr sauber und lauschig aus. Der Boden knarrt etwas, was ein angenehmes Ambiente erzeugt. Und am Tisch, der leer ist, liegt fein säuberlich ein laminiertes Willkommenskärtchen, das bitte einer von euch vorliest. Seid gegrüßt, Wanderer, und genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wir freuen uns in der Blackhorn Mountain Vacation Cabin begrüßen zu dürfen. In den kommenden Tagen können Sie die einmalige Natur Montanas erleben, ohne auf allzu viel Komfort zu verzichten, den Sie vermutlich gewohnt sind. Dennoch gibt es ein paar einfache Regeln, an die wir Sie hiermit erinnern möchten. Erstens, sparen Sie Strom. Die Blackhorn Mountain Vacation Cabin verfügt seit 2012 über Solarmodule auf dem Dach, um Ihnen einen möglichst komfortablen Urlaub bieten zu können. Dennoch sollten Sie elektrische Geräte nicht pausenlos anschließen und Lichtquellen bei Nichtgebrauch ausschalten. Denken Sie daran, bei schlechtem Wetter müssen Sie ohne Strom leben. Zweitens, frisches Wasser kommt nicht von ungefähr. Direkt neben der Blackhorn Mountain Vacation Cabin befindet sich ein bereits 1983 erbauter Steinbrunnen, der Ihnen herrliches, kühles Quellwasser bietet. Sollten Sie also regelmäßig die Toilette oder die Dusche benutzen, denken Sie daran, die entsprechenden Behältnisse nachzufüllen. Und immer merken, das Tragen von Wassereimern ist gut für Ihre Armmuskulatur. Drittens, füttern Sie keine wilden Tiere. Gerade zu später Stunde neigen die hiesigen Waschbären dazu, sich über ihre Lebensmittelvorräte herzumachen. Fördern Sie die Triebe der Tiere nicht, indem Sie sie anlocken oder gar füttern. Ist ja kein Essen für dich. Die Biester können fieser sein, als Sie denken. Viertens, hinterlassen Sie die Blackhorn Mountain Vacation Cabin bitte so, wie Sie sie vorgefunden haben. Der Nachmieter wird es Ihnen danken. Sie haben Anmerkungen zur Blackhorn Mountain Vacation Cabin? Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Kontaktieren Sie uns unkompliziert unter Blackhorn Mountain Vacation Cabin at montanatourismus.com. Notfallnummer. Sollte es wieder erwarten Probleme bei Ihrem Aufenthalt in der Blackhorn Mountain Vacation Cabin oder ernsthafte Verletzungen geben, kontaktieren Sie uns bitte umgehend unter... Und natürlich kann man die Nummer nicht lesen, es war ja sowas von klar. Gib her. Ja, ihr seht, da ist Wasser eingedrungen unter das Laminat und hat schon das Papier dort angegriffen. Ja, ich habe eh die Nummer vom Sheriff. Ja. Haben wir die Kompetenz in Person, wie wir ja schon gesehen haben. Ja, sonst rufen wir Lonnie an. Lonnie kennt sich sicher aus. Wir haben Lonnies Nummer nicht. Ah, er kommt eh am Abend. Ich sehe mich okay. Um, gibt es in der Cabin ein Telefon? So ein Wandtelefon vielleicht? Nein. Okay. Also, ich schließe jetzt mal mein Handy an. Also ich möchte das Zimmer, was am nächsten am Bad ist. Das ist schon klar, oder? Ja, ist mir egal. Ich schnapp mir Snacks und schmeiß mich auf die Couch. Ich lade meine Sachen hier in diesem Zimmer ab, was direkt gegenüber vom Bad ist. Okay. Ich suche, ja, ich schaue mich ein bisschen in der Hütte um. Gibt es etwas, was vielleicht jemand vergessen hätte oder so? Du bemerkst zwei Sachen. Das Holz im Kamin ist so gut wie aufgebraucht und B, niemand hat den Wassertank aufgefüllt. Der ist leer. Komplett leer? Ja. Gibt es einen Gummischlauch vielleicht? Nein. Es gibt nur Eimer und diesen Wassertank. Diesen großen. Wie sind die Temperaturen eigentlich gerade so draußen? Naja, es ist schon Sommer, aber in der Nacht kann es schon kalt werden, hier auf den Bergen. Und wie viel Uhr haben wir jetzt? Später Nachmittag. Okay. Hm. Ja, aber das ist voll uncool. Bier? Nein, danke, Mann. Machst du sowas, wenn ich mir dieses Zimmer nehme? Und ich deute auf das große Schlafbett. Doppelbett hier. Nö. Ja, gut. Dann, ja, Serena, du wirst wahrscheinlich dieses Zimmer nehmen, was gleich neben dem Bad ist. Ja, ich hab doch schon gesagt, dass ich das will. Ich hab meine Sachen da schon reingebracht. Ja, coole Sache. Ich nehme so ein kleines, das ist gemütlich. Das sieht nett aus. Da passt genau ich rein und eine Tasche und das war's. Hey, gibt's einen zweiten Stock? Nein. Achso, das sieht aus wie Stufen. Ja, also gibt's einen Keller?
Nein. Ah, nein, es ist eine eingeschossige Hütte. Es gibt nichts anderes. Nur das, was ihr hier drin seht. Ja, ich mache ein Nickerchen mit meinen Snacks unterm Arm und mein Bier auf der Couch. Okay. Ich möchte gerne duschen. Reicht das Wasser noch für eine warme Dusche? Du stellst dich, gehst ins Bad, machst dich fertig, stellst dich drunter in freudiger Erwartung. Es kommen nur ein paar Tropfen heraus. Oh Mann, nicht dein Ernst, ey! Ich streck meinen Kopf so durch die Badezimmertür raus. Ey, Loni! Yo! Geh mal einen Wassertank auffüllen! Hab ich vor, ich muss nur Energie tanken. Was heißt denn hier Energie tanken? Ich muss mein Zen-Ritual durchführen. Ey Mann, das kannst du auch noch später machen, nachdem du den Tank aufgefüllt hast. Das war ein großer Fehler, herzukommen. Jo, lass mich. Ich gehe gleich raus. Oh Mann, ich kann dir auch helfen. Das ist eine gute Idee. Okay, ich gehe wieder raus aus dem Bad. Okay, kleidest dich wieder an, gehst wieder raus. Aber andere Klamotten, ja? Ja. Okay. Ich habe einstweilen im großen Doppelzimmer meine Wasserpfeife aufgebaut, alle Utensilien, die man so braucht, um etliche Substanzen zu konsumieren. Habe alle meine Glücklichmacher sortiert in so einer kleinen Pillenbox, die es für so alte Leute sind. Ja, und habe mir das streng rationiert, damit ich eins mit der Natur werden kann. Genau. Ich habe jetzt so eine Jeans an und so ein Holzfällerhemd und so Wanderboots. Okay. Wenn du in mein Zimmer kommst, siehst du einfach nur eine große Nebelschwade, wo ich mal gestanden bin. Oh Mann, Loni, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich bin eins mit der Natur. Ja, du kannst später eins mit der Natur sein. Du kannst eins mit der Natur beim Wasser holen sein. Du kannst eins mit dem Wasser werden. Jetzt komm. Holen wir Wasser. Quelle des Lebens. Ja, genau, Quelle des Lebens, Wasser. Komm, da draußen ist eine Quelle des Lebens. Und ich gehe hinaus. Gut. Ihr geht hinaus. Dazu müsst ihr. Es gibt nur einen Zugang zur Hütte, ne? Das ist vorne. Und ihr müsst um die Hütte herum. Da ist ein kleiner Pfad. Und hinten seht ihr einen großen Holzverschlag. Und da ist ziemlich großes, dickes Brennholz und eine Axt, die in einem Hackstock steht. Also man muss das Holz tatsächlich verkleinern, um es in den Kamin zu bekommen. Und dahinter ein großer, alter, wunderschöner Steinbrunnen. So richtig altertümlich, wie man es kennt, mit einem Aufbau, mit einem großen Eimer, den man runterlassen kann und aufziehen kann. Und in diesem Verschlag stehen auch noch ein paar Blecheimer. Mhm. Das heißt, die Distanz ist jetzt nicht so irgendwie so 5 Minuten oder so. Nein. Kann ich so ein paar Meter hin und her gehen. Ja, okay, ganz genau. Das ist, wie du dir es in einem kleinen Hinterhof vorstellst. Ja. Okay, sehr gut. Hey Loni, bevor wir jetzt anfangen, du musst mal ein Foto von mir machen, wie ich dann den Brunnen Wasser hochziehe. Nein, du sollst warten. Moment. Oh. Ich muss. Ich mach mir die Haare noch ein bisschen zurecht. Nein, Loni, dann, wenn ich sage, du sollst ein Bild machen. Oh, Verzeihung. Und du musst dich da hinstellen, weißt du, dann fällt die Sonne hier so. Von hier? Und dann ist so mein Gesicht im Licht. Okay. Nein, du sollst warten, Mann. Hier steht, der Speicher ist voll. Oh, ist nicht dein Ernst, ey. Was hast du für eine Scheiße gemacht? Ich habe so Rapid Picture Mode, wo einmal so 90 Bilder auf einmal gemacht werden. Voloni, Mann. Als du dir die Bilder durchsiehst, siehst du auf dem Bild hinter dir in den Büschen ein Schatten. Also irgendetwas ist da oder war da. Okay, dann drehe ich mich um und guck nach. Jetzt siehst du nichts mehr. Du kannst allerdings etwas hineinzoomen und du glaubst es, es sieht für dich aus wie ein riesiger Hund. Also wirklich wie ein riesiger Hund. Ey, Loni, guck mal, ist dir vorhin beim Foto machen was aufgefallen? Was für ein Filter hast du da an? Ich sehe nur Farben. Oh Mann, ey. Da, guck mal, da hinter mir. Das ist doch irgendein Hund oder so. Ist dir da nichts aufgefallen? Könnte ein Hund sein, ja. Es ist auch verschwommen, es war in der Bewegung, aber es ist ein Vieh, das dir bis zur Brust geht. Das ist ein ganz schön großer Hund. Die Natur ruft nach uns. Ich bin bereit für das Wasser. Ja. Und ich nehme einen Metalleimer und gehe zum Brunnen.
Okay. Lässt du ihn hinunter, es platscht und dann ziehst du das Wasser rauf. Ist es mit einer Kurbel oder muss ich da wirklich mit der Hand? Du musst mit der Hand und dem Seil raufziehen. Das wird Blasen geben. Ich nehme das Wasser und leere es in den Kanister. Wie, nach dem einen Eimer, wie viel schätze ich so, dass ich, wie viel Eimer passen da hinein? Kommt drauf an, wie lange ihr duscht. Oh Gott. Lang. Sehr lang. Wie viel brauche ich, dass das ganze Ding voll ist? Keine Ahnung, also... 1000? Schippers, nein, so viel nicht, aber 10, 15 Mal musst du das schon machen. Okay. Abwechselnd. Wie ein Pendel. Aloni, wenn du in dem Tempo weitermachst, dann werden wir nie fertig, ey. Das Pendel der Zeit. Boah, ich mache in meiner Geschwindigkeit weiter. Okay. Ich hole mir den zweiten Eimer und ich glaube, ich mache das ungefähr dreimal so schnell wie er. Okay. Ja, du machst es wahrscheinlich tatsächlich. Ja. Dreimal so schnell. Und ja, du schläfst. Die beiden sind sehr, sehr lange weg. Und als ihr dann hineingeht und den Tank gefüllt habt, sagen wir, es ist jetzt einfach genug, dass ihr alle drei duschen könnt. Fertig. Mhm. Beginnt es zu dämmern. Wir haben auch kein Holz, auch nicht. Ich denke, ich finde Mai könnte Mai das sollte, machen. Ja, Mai sollte das tun. Ihr geht in die Hütte, um Mai zu wecken, und in diesem Moment klopft es. Als wir drin sind? Ja. Bei unserer Tür? Ja, direkt hinter euch. Ihr geht hinein, macht die Tür zu, geht zu Mai, steht vor ihr und hinter euch klopft es. Die Natur will sich bedanken. Ich gehe um, dreh mich um und öffne die Tür. Ey, Mann! Danke, dass ihr mich eingeladen habt! Namaste, Loni. Er grinst dich an und du siehst, er hat einen Joint fast weggezogen, ist auch ein bisschen eingeraucht. Trete ein, das Haus der Freuden. Vielen Dank, Mann, vielen Dank! Ladies, geht's euch gut? Oh, Loni! Oh. Ah, die Couch ist spitze. Ja, das habe ich gehört. Ehrenwerte Mai. Wir brauchen noch Holz. Oh, das ist die Ehrenwerte Mai? Er stellt sich neben ihn. Ja, Mann. Ja, Mann. Klingt logisch. Loni, was soll ich machen? Hey Mai, du sollst Holz hacken gehen. Wie bitte? Loni und ich haben den Wassertank aufgefüllt. Jetzt musst du mal was machen. Wie lange habe ich geschlafen? Naja, den halben Nachmittag hier. Während wir die ganze Zeit geackert haben, hast du gepennt. Sagen wir nur 2 Stunden. Oh, geil. Ich nehme einen Schluck Bier. Na gut, ich sehe mir das mal an. Und ich gehe duschen, ja? Schon wieder? Was heißt schon wieder? Hast du nicht heute Morgen erst duschen? Na und? Ich hab Wassereimer geschleppt. Ich bin eins mit dem Universum. Hey Mann, das ist ein Hammerzimmer, das du da hast. Können wir uns das mal ansehen? Redet der von meinem? Ja, Schlafzimmer. Er sieht das da. Ah, okay. Rauskommen. Natürlich, trete ein. Das ist das verdammte Nirvana, Mann. Ja, so könnte man es bezeichnen. Sag mal, Loni. Wie lange bist du schon hier um? Oh, wie lange machst du die Arbeit? Kann ich nicht sagen, ich bin jetzt voll Zen, Mann. Ein oder viel. Die Zeit, weißt du, das hat keine Bedeutung mehr irgendwann. Was ist schon Zeit? Alles das Gleiche. Alles passiert im Jetzt, nicht wahr? Ja, Mann. I feel you. Ja, Mann, das ist Zen. Auf jeden Fall. Sag mal, es gibt hier nicht irgendwie so wilde Tiere hier oben, die uns stören könnten. Oh, na ja, gibt's die. Oh. Die Waffe habe ich noch in meinen Rucksack gepackt. Ja? Oh, gut. Werden wir uns vorbereiten. Ja, hier drin sind wir sicher, Mann. Sehr gut. Mai geht hinaus. Ja, aber zuerst schaue ich noch, ob ich Empfang habe. Nein. Ach, was. Mein Mais geht ein. Aber hilft nichts. Du trittst hinaus in die Dämmerung. Du siehst das orangefarbene Glühen der untergehenden Sonne. Als du nach hinten gehst, siehst du einen Hackstock, eine Axt, die darin steckt und Holzscheite, die man zerkleinern kann.
Ja, dann nehme ich mal so einen Holzscheit und gehe damit rein und schau, ob der so auch reinpasst. Würde gehen, ist nicht ideal, aber würde gehen, wenn du ein bisschen stopfst. Case closed. Wow. Das heißt, in dem brennenden Scheit haust du nochmal so einen großen Scheit drauf einfach. Gut, du packst ein paar Scheite in deinen Korb, gehst damit in die Hütte und das ist der Moment, in dem es leicht zu regnen beginnt. Ein paar Tropfen und Wind kommt auf. Gut, dass wir Holz haben. Lonnie. Dann versuche ich irgendwie da Feuer zu machen. Okay, du stopfst das alles rein und ja, es gibt neben dem Kamin ein Feuerzeug und ein bisschen Zeitung und kleines Anmachholz und sowas. Dann versuche ich das. Mach doch eine Geschicklichkeitsprobe. 59, nicht geschafft. Gut. Serena ist duschen. Mhm. Gut. Sehr lang und ausgiebig. Also ich habe auch so mein Shampoo und mein Conditioner und mein Bodylotion und mein Duschdingsbums, Duschöl und Haarschaum und Schminkset und Gesichtscreme und Maske und fünf verschiedene Handtücher für Haare, Gesicht. Ja, das Lotion, Handlotion, Ellenbogenlotion, Nasenlotion, Kinnlotion, Schulterlotion. Mai hat es verstanden. Ich sag zu Lonnie, es regnet. Ja, Mann, das ist die Natur, die uns mitteilt, dass es ihr gut geht. Das heißt, es ist meine Zeit gekommen, mich zu reinigen. Oh. Ich gehe langsam raus und im Rausgehen schleppe ich mein T-Shirt drüber und lasse es fallen. Nur meine beächtliche Hühnerbrust und mein kleiner Pansen schaut raus. Und ich gehe so in den Regen raus und stehe so in den Regen. Eins mit der Natur, Mann, das gefällt mir. Lonnie macht es dir gleich. Du siehst, wie die beiden an dir vorbeigehen zur Tür, sich entkleiden und in den Regen stellen. Ich mache ein Foto davon. Was sonst? Das ist die Erfahrung. Und dann schnappe ich mir eine Tüte Chips. Okay. Ja, Feuer hast du aufgegeben, ist nur kurz gebrannt, ist wieder ausgegangen. Dann sitzt du dich mit einer Tüte Chips wieder auf die Couch. Über euch donnert es. Der Regen wird stärker und der Wind frischt auf und trägt ein paar Blätter und alles mögliche kleines Zweigs in eure Richtung. Ja, ich pack ein Kartenspiel aus. Ich habe Cards Against Humanity dabei. Of course you do. Ja, Serena, als du aus der Dusche kommst, siehst du Mai vor einem vollgestopften leeren Kamin. Ich möchte nur betonen, ich komme nicht einfach aus der Dusche. Ich habe ein anderes Outfit an und bin komplett geschminkt und habe mir die Haare gemacht. Ich glaube, den Anwesenden ist das egal, wie du schnell herausfindest, denn die Tür steht offen und Lonnie und Loni stehen mit nacktem Oberkörper im Regen, der immer stärker wird und der Wind weht ihnen Zweige ins Gesicht. Du hörst, wie Lonnie sagt, die Naturgewalt, Mann, die Naturgewalt. Oh Mann, die Wallen sind ja völlig zu, ey. Wir nehmen Kartenspiel. Die Elemente in uns auf. Ja, aber Mai, das ist zu zweit voll öde. Ja, du hast recht. Ich stehe auf, gehe nach draußen, geh zur Tür. Ja. Lon, kommt rein, lass uns spielen. Lon. Ehrwürdige Mai. Ich habe Cards Against Humanity dabei. Lass rein. Wir haben Bier, wir haben Snacks, wir haben Cards Against Humanity. Wir haben offensichtlich andere Substanzen. Ja, komm schon, Loni, lass uns spielen. Ja, du hast recht. Aber es fehlt noch ein Element. Wir haben die Erde, wir haben das Wasser, wir haben die Luft. Ich werde versuchen, ein Feuer zu machen im Kamin. Oh, das ist die Idee, Mann. Wird ganz schön kalt sonst. Geschicklichkeit, oder? Ja. Fast extremer Erfolg. Okay, Erfolg. Überhaupt kein Problem, als hättest du nie etwas anderes gemacht. Nimmst du das Holz heraus, schichtest es etwas anderes auf und zündest es an und dann ein schönes Feuer lodert im Kamin. Du bist ein Gott, Mann. Du bist nicht der Erste, der das erkannt. Draußen donnert es jetzt und ihr hört schwere Regentropfen auf das Dach der Hütte rasseln. Gemütlich. Ich gehe und sperre die Tür zu. Okay. Es ist ein hölzerner Riegel, den legst du vor, sieht sehr stabil aus. Also das ist nichts, das irgendwie, da wurde nicht gespart, also das sind wirklich dicke Bretter alles.
Und irgendwie eventuelle Fenster kontrolliere ich auch, ob alles gut so ist. Ja, da gibt es auch Riegel, die du vorschieben kannst, aber du merkst schon, es ist alles fest und dick, also die Hütte hält schon einen Wetterstand. Okay. Gibt es auch Fensterläden oder ist es einfach nur Glasfenster? Es sind nur Glasfenster. Okay. Okay, Serena. Ich habe alles dicht gemacht. Die beiden hauen uns nicht aus Versehen ab. Seid ihr bereit? Können wir spielen? Wir spielen schon unser Land das Leben lang, das Spiel des Lebens. Bier? Nein, danke. Oh ja. Cola? Bier. Ja, hey, ich nehme auch eins. Heute bist du offiziell volljährig. Yay. Alles Gute. Er grinst dich an. Gut, ich teile danke. Karten aus. Wer beginnt? Das ist dein Spiel. Nehme ich eine schwarze Karte und wir spielen. Okay, ihr spielt Cards Against Humanity. Und ja, ihr spielt, die Nacht vergeht, es ist ungefähr Mitternacht. Spiele weiter. Ich krieg Hunger. Ja, da gibt's noch. Hier, Snacks. Bohnen, wir kennen Bohnen mit Speck. Nein, die waren fürs Frühstück. Ich hab eh frisches Gemüse und so. Ich gehe in die Küche. Ist da ein Smoothie Maker oder ein Safter? Nein. Oh Mann, ich kann mir gar keinen Smoothie machen. Ja, dann benutzt du halt deine Zähne. Oh Mann, aber wie soll ich denn den Sellerie entsaften? Ich esse doch keinen Sellerie. Weil er furchtbar schmeckt? Nein, aber Selleriesaft, Mann, das ist voll gesund. Okay. Bohnen? Danke. Speck? Die Natur versorgt mich mit allem, was ich brauche. Ja, ich bin die Natur in dem Fall. Also, was möchtest du? Eine Konserve. Gut, dann mache ich Bohnen mit Speck. Ja, okay, fängst an zu kochen. Küche, das ist ein Gasherd. Also, unten gibt es eine große Gasflasche, du drehst es auf und. Das ist eine Stichflamme. Serena Musik. Wie wär's? Okay. Hast du deine Boxen dabei? Na klar. Und meine Boxen. Du gehst in dein Zimmer. Ja, hier. Zeig nochmal hin. Das da. Ah, ja, ganz genau. Da ist auch ein Fenster. Du gehst hier hinein und siehst direkt, als du drin bist, einen Blitz, der den Himmel erhellt. Und du siehst nach draußen und dieser Blitz erhellt auch eine Gestalt draußen in Dunkel. In einem Mantel mit irgendetwas Blinkendem vom Gesicht. Also, diese Gestalt hält irgendetwas vom Gesicht. Und in der anderen Hand blitzt eine Machete auf. Mit dem Blitz ist es weg. Mai! Serena? Findest du die Boxen nicht? Da steht ein Irrer vor unserem Fenster, der Machetentyp! Ich springe auf und lauf zu ihr. Du siehst aus dem Fenster, du siehst, der Sturm ist ziemlich stark. Also so stark, dass wirklich Äste runterreißt. Es regnet, es blitzt, es donnert. Aber ansonsten siehst du nichts dort draußen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass irgendjemand freiwillig dort draußen jetzt rumläuft. Ich krieg so einen Klaps auf dem Hinterkopf. Was soll das, hey? Warum mach ich... Mann, ich hab da das echt den Typen lustig. Gesehen. Natürlich ist es nicht lustig. Ich denk mir doch sowas nicht aus. Da war der Typ und der hatte keine Ahnung, ein Fernglas oder so vor der Nase. Der bespannert uns. Halt die Klappe, hey. So, du, das... Komm jetzt wieder mit in die Küche. Oh Mann, du glaubst mir nicht, oder was? Nein. Was glaubst du da, dass da draußen jemand lauert, der da uns so jetzt... Ja, Entschuldigung, wer hat denn vorhin paranoid das Auto von dem Typen abgesucht? Ja, hallo, das war... Das... Bullshit-Investigatoren-Blödsinn. Ja, toll, und jetzt, wo wirklich jemand vor unserem Fenster steht, glaubst du mir nicht. Und ja, vorhin machst du doch das Theater mit... Ui, der Machetentyp. Ja, da steht doch nicht wirklich einer draußen. Ich geh zum Fenster und schau raus. Wie vorher, es ist... Du siehst nichts. Ihr hört aber, dass das Donnern und das Geräusch des Regens plötzlich lauter wird und das Wind durch die Hütte weht. Da hast du das eingebildet. Da ist niemand.
Mann, wo kommt denn der Wind her? Ist hier ein Fenster offen geblieben? Ich dachte, du hast alles zugemacht. Ich habe alles zugemacht. Du gehst hinaus und siehst, die Eingangstür steht sperrangelweit offen. Und davor im Regen draußen steht Lonnie. Und er starrt hinaus in die Nacht. Ey, das ist voll die jenseitige Erfahrung. Lonnie! Rein da! Jetzt! Er dreht sich zu dir um. Da draußen läuft herum ein riesiger schwarzer Hund. Das ist der Grimm, sag ich euch. Den sieht man, bevor man stirbt. Total die jenseitige Erfahrung. Ich geh raus, pack ihn beim Handgelenk und zerr ihn rein. Uah. Er lasse keinen Widerstand. Und mach die Tür zu. Und stell den Sessel davor. Er war riesig, sag ich euch, der Hund. Bis zur Brust geh mir das Vieh. Aber Mann, Lonnie, gibt's hier wirklich so einen Hund? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sag ich doch, das ist Grimm, der Höllenhund, der Hund des Todes. Ich halte ihm so mein Handy vor die Nase. Ja, das ist er, da hinten, seht ihr? Diese Schlieren, der ist verschwommen, weil er aus der Hölle kommt. Was hast du da? Du siehst auch, sie hat Selfies vor dem Brunnen gemacht und ganz hinten, wo die Bäume beginnen, ist in der Bewegung verschwommen ein riesiger Hund zu sehen. Also, ich weiß nicht, was ich furchtbarer finde. Diese Umrisse, die aussehen wie ein Hund, oder dieses Shirt, das steht dir überhaupt nicht. Was heißt, das steht mir überhaupt nicht, Mann? Es ist ein bisschen gewagt. Aber ihr habt doch keine Ahnung von Mode. Und das Mode ist, dann habe ich lieber diesen Grimm. Okay. Wir beruhigen uns jetzt alle mal. Trinken vielleicht noch ein Bier. Du vielleicht nicht, du hast vielleicht schon zu viel Bier getrunken. Was heißt, ich habe zu viel Bier getrunken, Mann? Ich habe gerade mal eins getrunken. In diesem Moment donnert es und ein gewaltiges Grollen geht durch den Berg, fast schon wie ein Erdbeben. Dann ist es wieder ruhig. Oh, das ist die Natur. Die möchte mit uns kommunizieren. Oh Mann, die kommuniziert mir ein bisschen zu heftig. Ich hol mir jetzt meine Decke. Unter der Decke fühle ich mich sicherer. Du sitzt also mit meiner Decke. Komm, spielen wir weiter. Ich bin beim Kamin, lege noch nach. Ja. Bin schon trocken eigentlich. Ich hol die Boxen und mach Musik an. Okay. Ich dreh so laut, dass es den Regen übertönt. Übertönt. So laut wie es geht. Ja. Dann sitzt ihr da, lauschig, warm, dem Regen trotzend. Also die Hütte wird nicht beschädigt, die hält den Sturm aus. Ihr hört tatsächlich doch manchmal Äste auf das Dach fallen, aber es wird nichts beschädigt. Ja. Die Hütte selbst, das Dach, also wir sehen die Dachschräge im Prinzip, da ist kein Zwischenboden. Ja, ganz genau. Okay. Ganz genau. Nicht, dass dann das sind alles wirklich dicke Balken. Ja. Also hier wurde nicht gespart. Mhm. Und da sitzt ihr dann, bis ihr beschließt, schlafen zu gehen. Sehr gut. Will Lonnie auch hier schlafen? Oder möchte ich nicht bei dem ich Sturm? Ich kann jetzt nicht hier weg. Ja, natürlich nicht. Der Sessellift fährt nicht bei solchem Wetter. Lonnie, wir haben ein Bett über. Gleich ja, da. Das weiß ich zu schätzen. Ja, dann hau ich mich mal hin. Also das ist jetzt Lonnies Bett. Das ist meines. Dann wankt er in das Zimmer und legt sich ins Bett. Ja, ich schwebe in meinem Schlafgemach. Ich schnapp mir noch so ein... Was gibt's in der Küche? Kochlöffel? Eine Pfanne? Messer wird schon gehen. Messer gibt's auch, ja. Messer. Kochmesser. Nehme ich mir ein Messer und eine Pfanne. Okay. Und die lege ich mir aufs Nachtbett. Okay. Neben mein Handy. Gut. Ich check nochmal Empfang. Ich schreibe meiner Mama, ich brauche noch ein paar Leben in dem Spiel. Du hast keinen Empfang. Scheiße. Und dann geht ihr alle irgendwann schlafen. Und wacht sehr spät am nächsten Morgen wieder auf. Das Feuer ist ausgegangen, es ist aber immer noch angenehm warm in der Hütte. Und Sturm und Regen sind vorbei. Oh Mann. Oh. Ich brauche Schmerzmittel. Ich mache mich auf die Suche nach dem Medizinkoffer. Auf der Suche stößt du mit Lonnie zusammen, der sich den Kopf hält. Aua, Mann!
Oh, ich brauche was für den Kopf. Jo, Mann, du hast recht. Das ist wie ein Erdbeben da drin. Jo, Mann, du hast recht. Ich mache noch Bohnen mit Speck warm. Okay. Wo gibt's hier den Erste-Hilfe-Koffer? Hier gibt's irgendwo einen Verbandskasten, der ist unter der Küche normal. Ich schaue unter die Spüle. Ihr findet dort tatsächlich ein kleines Verbandskästchen mit den nötigsten Medikamenten und Verbänden und so etwas. Ich nehme ein Schmerzmittel. Ja, gib Pille. Auch mal. Ja, das ist besser. Serena, wenn du in die Küche kommst, siehst du, wie Mai kocht und Lonnie und Loni da am Boden sitzen und sich Schmerzmittel reinpfeifen. Oh, oh Mann, ey, jetzt reicht's nicht, dass ihr euch den ganzen Abend vollkifft. Jetzt kippt ihr auch noch Medikamente rein, oder was? Bitte nicht so laut. Mann, Loni! Ja, seid ihr dann fit für unseren Wandertag heute? Wir gehen zu dieser abgefackelten Lodge. Jo, vom Wandern war keine Rede. Wir müssen uns bewegen. Warte mal, haben wir nicht ausgemacht, jemand trägt uns? Nein. Ja, eure Füße tragen euch. Wow. Aber du bist schon dabei, oder? Na klar, ich hab doch nicht umsonst meine Wanderschuhe eingepackt. Ja, perfekt. Na gut, ja. Dann gehen wir. Ja, dann frühstücken wir. Ja. Und packen alles zusammen für unseren kleinen Wanderausflug. Gut. Ich nehme meine Vitamin. Aber hey, wollen wir nicht erstmal gucken, wo wir wirklich hinwollen? Weil hier gibt's noch viel mehr als diese abgefackelte Hütte. Guck doch mal. Was willst du noch mehr als eine abgefackelte Hütte? Ja, dann schau da auf den Berg zum Beispiel. Mit der Aussicht, Mann. Das gibt voll die guten Fotos. Oder da drüben. Da schau, Einsiedelei. Vielleicht findet man da irgendwelche Wilden. Was für Wilde? Ja, Mann, weiß ich doch nicht. Ja, aber solange wir es schnell hinter uns bringen, kein Problem. Also, ich muss mal zum Lift sehen, ja, bevor wir irgendwo hinaufbrechen. Weißt du was? Dieses alte Kurhaus, das ist ja das, was ich meine. Auf dem Weg dorthin gibt's noch die Blackhorn Falls. Ein Wasserfall. Was ist schöner? Also diese Einsiedelei. Wasserfall. Ja, für Instagram ein paar coole Fotos. Ja, Mann, Wasserfälle gibt's doch überall, aber so komische abgerissene Leute. Abgerissene? Irgendwelche Wilden, die voll wild leben? Wieso glaubst du, dass da Wilde leben? Ich ja, Mann, was ist denn Empfang? Sonst eine Einsiedelei? Kein Empfang. Irgendwer Empfang, Leute? Oh, fuck, immer noch nicht. Ich hab nicht mal ein Handy. Die Strahlen sind ungesund. Ich verstrahle dich. Hey, lass das. Und, wie fühlst du dich jetzt? Also. Ich meine, okay. Blackhorn Falls. Okay. Ich denke, ich muss es entscheiden, Girls. Okay, was ist der kürzere Weg? Also, ich muss mal zum Lift, Leute. Ja? Lonnie, wir sehen uns später. Ja. Macht's gut. Pass auf dich auf. Liebe Grüße an die Oma. Geht er vor die Tür und ihr hört noch, wie er sagt, oh, verdammte Scheiße. I know that feel. Bezogen auf was? Dann ist er weg. Ja. Komplette Kopfschmerzen. Okay. Der kürzere Weg wäre zu den Falls. Nein, nicht der kürzere Weg. Aber hier, Blackhorn Falls. Nein, das wäre doch perfekt, um mit der Natur eins zu werden. Da gibt es noch nicht mal einen Weg hin. Ja, wir müssen zurück zum Parkplatz. Jo, Mai. Ja, eine halbe Stunde zum Parkplatz. Das war keine halbe Stunde. Oh, doch, natürlich. Ey, mein Loni, und bei dieser Einsiedelei, vielleicht findest du da andere Leute, die eins mit der Natur sind. Dann müssen wir ja auch zum Parkplatz. Yo, Girls, ihr habt die schlechtesten Ideen. Ja, Mann, dann schlag doch was Besseres vor, Loni. Wasserfälle. Regenbogen, Leute. Da gibt's eine Brücke, die ist vielleicht urtief und das ist urcool. Wieso macht nicht jeder sein Ding? Jemand geht zur Einsiedelei, jemand geht zum Wasserfall und ich chille hier. Baloni, wir sind doch hier nicht hergekommen, um uns dann zu trennen. Ich laufe doch nicht allein durch den Wald. Da läuft so ein Riesenhund rum und der Irre mit der Machete. Hey, vom Samurai habe ich keine Angst. Er weiß noch, was Ehre ist. Also, ich sage nur, der Weg zum Kurhaus ist ungefähr 2,5 Stunden lang. Das und wieder retour sind 3 Stunden?
Ich weiß, es sind nicht 3 Stunden, aber 5 klingt viel zu viel. Hey Mai, okay, pass auf, dann gehen wir heute dahin und morgen dahin, okay? Ja, okay. Das klingt nach einem Plan. Das ist eine gute Idee. Ja, Launi, schau, das ist gar nicht so weit. Das ist nicht weit. Nein. Mit Speed ist nichts weit. Voller Energie. Los! Machen wir uns auch bereit. Proviant, also, Rucksack. Wo geht ihr hin? Wir gehen zurück, also wir packen unsere Sachen. Ist klar. Gehen dann zurück zum Parkplatz und dann die W10 entlang zur Brücke. Gut. Mhm. Ja, zur Brücke? Zum Kurhaus. Mhm. Zum Kurhaus, gut. Ja. So, ihr habt alles gepackt, geht vor die Tür, ihr seht, große Äste liegen zerbrochen zwischen den Bäumen, die Wanderwege sind aufgeweicht und voller tiefer Pfützen. Und hier und da ist tatsächlich ein Baum entwurzelt worden. Oh dann, Mann, voll heftig, ey. Ich mach Selfies vor diesen entwurzelten Bäumen. Gibt's Empfang? Nein. Ihr geht ungefähr 20 Minuten, müsstet bald zum Parkplatz kommen. Da seht ihr etwas mitten auf dem Weg. Ein Schuh. Männerschuh, Frauenschuh? Ja, Männerschuh. Männerschuh. Lonnys Schuh? Ja. Oh Mann, hast du Lonnys Nummer? Ne. Hat ihr ein Telefon? Ja, jeder hat ein Telefon. Ich nicht. Ich hab dein Telefon schon gesehen. Auch wenn du es immer versteckst, ich hab gesehen, dass du eins hast. Ja, aber da ist keine SIM-Karte drauf. Die Regierung könnte mich sonst abhören. Ich hab schon mal gesehen, wie du mit deiner Mom telefoniert hast. Ja, das. Aber das ist auch die einzige Nummer, die ich habe. Ja, wann du meinst. Ja, ne, ja, wir packen den Schuh ein. Sehe ich Spuren, wohin die, Lonny! Wohin gehen? Mach eine Probe auf verborgenes Erkennen oder Spurensuche. 88 hätte ich nichts geschafft. Was suchst du da? Jo, ich möchte nur schauen, ob vielleicht irgendwo hier Spuren sind von Lonny. Also so. Fußabdrücke und so. Ja, ich helfe suchen. Boah, das hat auch keinen Zweck. Hier ist alles voller Blätter und. Ich habe eine 1 gewürfelt. Wow. Wow. Das ist eine 1, oder? Ja, das ist eine 1. Nein. Okay, der Boden ist ziemlich aufgeweicht. Du siehst einen Schuh und davor siehst du Abdrücke. Und einer der Abdrücke ist halt ohne Schuh und einer ist mit Schuh. Und diese Abdrücke werden dann zu Schleifspuren. Und es sieht dann so aus, als wäre irgendwas Großes vom Weg weggeschleift worden in die Büsche, in den Wäldern. Also ich will ja nicht irgendwie Unruhe da stiften. Aber ich habe halt schon einige Filme gesehen und das schaut irgendwie aus, als wäre da geschliffen worden. Was? Da, siehst du das? Und ich erkläre das. Oh ja. Ob da nicht was passiert ist? Wir laufen da. Oh mein Mann, jetzt renn doch nicht da blindlings hin, Mann. In Horrorfilmen sterben immer die Leute, wenn sie so einer Spur nachgehen. Gut, dass ich der Spur nachlaufe, nicht gehe. Du kannst sie nicht weit verfolgen. Es ist dann mitten in das bewaldete Gebiet. Du kannst dich da schon bewegen, aber es verliert sich einfach. Es ist nicht mehr zu sehen. Hören wir irgendwie Hilferufe? Nein. Wir rufen mal Lonny. Okay. Lonny! Ihr hört nichts. Keine Antwort. Oh. Vielleicht sollten wir das melden. Dann gehen wir mal zum Parkplatz. Boah Mann, wenn ihm wirklich was passiert ist. Ja. Er hätte jetzt zur Schicht müssen, oder? Ja. Dann weiß doch sicher irgendjemand, ob er bei der Schicht erschienen ist. Mhm. Ja, lass uns zum Parkplatz gehen. Das ist voll uncool, Mann. Ja. Wir lassen den Schuh hier liegen, damit wir wissen, wo die Spuren wieder waren. Ihr geht weiter zum Parkplatz und ihr seht sofort, der Sessel hängt in Fetzen. Also das Seil ist gerissen und die Sitze hängen durch, liegen am Boden und da fährt nichts mehr. Und ein riesiger, also Teil des Berghanges ist runtergekommen, ne? Und das hat den Sessellift erwischt und Teil dieser Schotterstraße weggerissen und komplett überschüttet. Steht der Pickup noch am Parkplatz?
Im Parkplatz stehen der Pickup und der blaue Petit Cruiser vom Vortag. Ich dachte, dieser Cruiser gehört diesen zwei Vorbesitzern. Na, vielleicht ist der Cruiser auch Lonnies Auto. Könnte auch sein. Ich sehe mir das Auto genau an. Okay, gehst zum Auto, siehst rein in die Fenster und du siehst, es liegen ein paar CDs herum und ein Frauenschal auf der Rückbank. Ein Frauenschal, okay. Keine Ahnung, wem das Auto gehört. Vielleicht steht Lonnie auf Frauenschals? Es ist ein Schal, er hält warm. Ja, so, aber schau das... Mann, Lonnie, würdest du so einen Schal anziehen? Vielleicht im Winter, wenn es mir kalt ist. Aber ich habe überhaupt keinen Mosegeschmack. Vielleicht hat Lonnie eine Freundin? Ach, meinst du echt, er hat eine Freundin? Hallo? Was soll denn das heißen? Just saying. Hey, Mai, hast du Empfang hier? Ich habe immer noch keinen Empfang. Keine Ahnung, aber ich rufe den Sheriff an, vielleicht geht was durch. Geht nichts durch. Und null, tot. Von diesem Parkplatz gehen auch die anderen Wanderwege weg. Ja, ganz genau. Okay. Sind die irgendwie in Mitleidenschaft gezogen durch einen Erdrutsch oder so? Sind die nein, das nicht. Okay. Sie sind aufgeweicht, aber begehbar. Okay. Nur die Schotterstraße ist halt unpassierbar. Wow, und das ist, wie kommen wir jetzt herunter? Na, man, keine Ahnung, was sollen wir jetzt hier machen? Wir können niemanden erreichen und das Ding ist komplett hinüber. Also und Lonnie ist weg. Ich bin jetzt überhaupt nicht mehr in Urlaubsstimmung. Sollen wir gehen? Sollen wir unsere Sachen packen? Ja, Mann, also ich weiß nicht, ob ich hier noch bleiben will. Ja, wir hätten genug Proviant in der Hütte. Ja, für was? Wir müssen sowieso zu Fuß gehen. Ja, aber natürlich, wir könnten ein paar Tage warten, bis so Rettungskräfte eintreffen. Bergrettung oder was? Wie kommst du drauf, dass die Bergrettung kommt? Naja, es war ein wilder Sturm. Der Lift ist flöten gegangen. Jeder, der hier mit dem Auto rauf will, wird gleich erkennen, dass die Straße blockiert ist. Ja, Mann, nein, wir müssen irgendwen erreichen, wenn Lonnie irgendwas passiert ist, Mann. Wir sind die Einzigen, die das hier mitgekriegt haben. Stimmt. Sollten wir... Ja, gehen wir den Weg weiter. Vielleicht haben wir dann einen Empfang. Ich glaube, der schnellste Weg wäre tatsächlich, wenn wir unsere Sachen packen und nach Hope's End zurückgehen. Über die Straße? Ja. Das, was da verschüttet ist, das umgehen wir und... Das kannst du nicht umgehen. Das der halbe Berghang ist runtergekommen. Das ist... Kann man da drüber klettern? Nein, kommst du nicht drüber. Das heißt, die Straße ist auch im Eimer. Wir würden da versinken. Ich glaube, da haben wir keine Chance. Ja, aber mal, aber Hilfe rufen. Also laut Karte, wenn wir zum alten Kurhaus gehen, gibt es eine Straße runter. Ja, das dauert. Oh nein, das ist ein River. Das dauert doch viel zu lange. Lass uns zur Einsiedelei gehen. Vielleicht ist da noch irgendwer, der helfen kann. Ja, du auch mit deiner Einsiedelei. Ja, Mann, wo willst du denn hier sonst jemanden da aufhalten? Edison Peak. Da gibt's einen Funkturm. Um dass wir Hilfe rufen könnten. Klingt plausibel. Ist das ein Funkturm? Du hast die Karte vor dir. Ich weiß noch nicht, ob das ein überdimensional großes Strichmännchen sein soll oder ein Funkturm. Steht nicht Funkturm dabei? Ja, das ist ein Funkturm. Könnte auch eine Dynamitstange sein. Eine riesige Dynamitstange. Also, Funkturm. Oh. Funkturm, Hilfe rufen. Na gut, dann gehen wir halt zum Funkturm. Ja, W13. Okay. Ihr macht euch auf den W13 entlang und schlagt euch gute 2 Stunden über aufgeweichte Straßen und nasses Bergterrain. Die Luft ist gut, es ist auch nicht zu kalt. Es wäre eigentlich eine schöne Wanderung, bis ihr dann an einen alten Funkturm ankommt. Er steht auf einer Anhöhe und von dort aus habt ihr einen wunderbaren Blick über die kompletten Täler ringsum. Ihr seht sogar bis nach Hope's End. Und von hier seht ihr auch sehr, sehr gut, dass tatsächlich ein gewaltiges Stück Berghang komplett über die Straße und über den Sessellift ist. Also das ist eine riesige Gerölllinie. Eine riesige Schlammlawine. Empfang? Sofort.
Eine rostige Leiter führt etwa 20 Meter nach oben auf eine Plattform, die sich um den Turm schließt, der von hier in die Höhe geht. Empfang? Nein. Rostig, dass sie abbricht, sobald ich versuche, darauf zu klettern? Sie hält. Ich klettere darauf. Okay. Oh Mann, das Ding ist uralt. Das wird nichts bringen. Es wackelt, ihr hört die Scharniere quietschen, aber Loni kommt hinauf und steht dann oben auf der Plattform. Oh Mann, immer noch kein Empfang. Fuck. Wow, voll der krasse Aussicht. Loni, konzentrier dich. Oh ja, ja. Was siehst du da oben? Du bist jetzt 20 Meter über den beiden. Ja. Was siehst du da oben? Die Aussicht ist echt Hammer, Mann. Echt. Dich jetzt kann ich im Prinzip über diese Plattform so ringsum gehen oder ja, geht es nur einen ganzen Tag? Nein, nein. Ja. Gibt es eine Tür hinein? Nein, nein. Da ist kein Häuschen oder so. Das ist okay. Einfach nur der Turm und rundherum eine Plattform. Ne? Okay. Das heißt, das ist nie ganz irgendwo so ein Notfalltelefon nein. Oder so. Okay. Ja, ich halte auch schon noch etwas. Sehe ich vielleicht irgendwelche Einsatzkräfte, die sich auf den Weg nach hier oben machen? Du siehst nichts von hier, ne? Hm. Ja, aber auch sehr, sehr weit. Stimmt, aber vielleicht Blaulicht oder so oder Feuerwegen oder so etwas vielleicht. Ey, Loni, siehst du irgendwo Bewegung oder so? Ich halte auch schon in das Waldgebiet, woher wir kommen und auch zum Parkplatz. Da siehst du nichts. Nein, leider nicht. Gibt's da oben sowas wie Signalraketen? Oh, vielleicht irgendeine Notfallkiste mit. Nein, da ist nichts. Nein, da gibt's absolut nichts. Weißt du, wie sowas aussieht? Ein paar Bierdosen findest du. Ein paar Bierdosen und mach eine Probe verborgenes Erkennen. Nur 90, es wird nicht. Besser. 16 Glück gebe ich aus. Okay. Dann habe ich einen normalen Erfolg. Patronenhülsen. Zwischen den Bierdosen liegen leere Patronenhülsen. Wow. Kann ich die vergleichen mit den Patronen aus der 22er? Es sind andere. Okay. Viel dicker, viel größer, viel stärker. Hm. Okay. Wow, hier hat anscheinend irgendwer getrunken und Zielübungen gemacht. Das sind Patronenhülsen. Wow. Mann, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Komm wieder runter, ey. Ja, habt recht. Du hast kein Handy dabei. Nein. Okay. Habt ihr Empfang da unten? Nee, nicht mal einen Balken. Werf mal ein Handy rauf. Ja, ich kletter rauf. Okay. Auch du kletterst über die rostige Leiter nach oben. Bist du wahnsinnig? Ich werfe doch mein Handy da nicht hoch. Dann ist okay. Kaputt, dann. Ach, ich sehe mich da mal um. Was gibt's hier so? Du siehst auch ein paar zerknüllte Bierdosen. Gibt's hier irgendwelche Gerätschaften? Nein. Nichts? Nein. Hast du hier um Empfang? Habe ich Empfang? Ja. Ja! Sehr gut. Wen rufen wir an? Versuch mal den Sheriff. Ich versuche den Sheriff anzurufen. Du hast ihn ja schon mal angerufen. Das bedeutet, die Nummer ist drin. Ja, das stimmt, dass die Karte nicht mehr ist. Ah. Es klingelt und dann hebt jemand ab. Sheriff Hutchins? Sheriff, absoluter Notfall. Wir sind hier oben bei der Hütte und wir kommen hier nicht mehr weg. Oh, ihr seid das. Oh ja, verdammt, ich dachte mir, dass ihr Probleme bekommen habt. Der gesamte verdammte Berghang ist runtergekommen. Der Sessellift ist unbrauchbar, ebenso die Straße. Wir kommen hier nicht mehr weg. Ja, ich weiß, ich habe die Bergrettung alarmiert. Aber sie sagen, sie brauchen 1 bis 2 Tage. Sie werden mit einem Helikopter kommen. 1 bis 2 Tage? Und Loni ist verschwunden. Was? War er bei euch? Ja, Loni war bei uns über Nacht. Okay. Naja, also am besten, ihr habt ja Vorräte in die Hütte. Am besten geht ihr in die Hütte und bleibt so lange dort oben, bis die Bergrettung kommt. Ich kann jetzt nichts anderes tun von hier unten. Wir kommen nicht durch. Ja, aber 1 bis 2 Tage, geht das nicht schneller? Sie haben ja gesagt, es dauert so lange, bis sie hier sind. Wir sind ein Kaff. Weit weg. Ja. Was? Gibt es hier oben Wölfe?
Nein, da oben gibt es nichts. Da kann euch nichts geschehen. Da gibt es ein paar Bergziegen, aber das war's. Und die sind von. Stammen von einem Streichelzoo ab, der in den 60ern bei dem Kurhotel gebaut wurde. Mhm. Ja, ja, das haben wir schon gehört. Na gut. Na gut. Dann. Wenn es nochmal ein Unwetter gibt, bleibt in der Hütte. Die Hütte ist stabil. Dort werdet ihr ein, zwei Tage rumbringen. Aber wenn es irgendwie schneller geht als die ein, zwei Tage. Machen Sie, dass wir hier rauskommen, bitte. Selbstverständlich. Habt keine Angst, wir tun unser Bestes. Dankeschön. Dude. Also wir sollen bei der Hütte bleiben. Mhm. Naja, zumindest haben wir da genug Vorräte. Ein bis zwei Tage. Müsste sich ausgehen. So viel haben wir auch wieder nicht eingekauft. Oh Mann, einen Tag hungern. Okay, ja, für dich ist es nicht viel, das stimmt. Genug eingekauft für mich. Hey, wollt ihr jetzt wieder da runterkommen? Habt ihr wen erreicht? Yo, ja, wir gehen runter. Sheriff, haben wir erreicht. Wir sollen bei der Hütte bleiben. In zwei Tagen kommt die Bergrettung. Was? Zwei Tage? Ein bis zwei Tage, aber... Oh Mann. Ja, was machen wir jetzt wegen Lonnie? Er ist bestimmt nicht runtergefahren. Stimmt, er muss irgendwo hier sein. Ja Mann, du willst doch jetzt nicht durch diesen Wald einfach wild durchstampfen. Wir finden den doch nie. Da hast du recht. Aber wenn ihm wirklich irgendetwas passiert ist. Hey Mann, lass uns zur Einsiedelei gehen. Wenn da wirklich jemand wohnt, vielleicht kennt er sich hier aus und kann helfen. Hast du. Von da unten ist ja keine Hilfe zu erwarten hier. Hast du die Knarre mit? Natürlich. Aber wobei sollen sie uns helfen? Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich hier allein in so einem Wald wohnen würde, würde ich mich in dem Wald wahrscheinlich auskennen, oder? Ich kletter da jetzt nochmal hoch. Ich google diese Einsiedelei. und ich sehe mir auf Google Maps dieses Gebiet von oben genau an. Bringt keine Erkenntnisse. Dann google ich irgendwelche Legenden von Blackhorn Peak. Auch das bringt nicht unbedingt Ergebnisse. Also ganz, ganz über dritte Seiten kommst du auf Berichte, die meinen, hier oben gäbe es Monster. Was für Monster? Hört sich aber schon sehr, sehr dubios an. Okay. Okay. Einer will eine aufrechtgehende Ziege gesehen haben. Ja, vielleicht auch so Naturliebhaber wie Lonnie und Loni. Dann spiele ich noch kurz ein, zwei Levels. Lade noch ein Foto hoch, schick meiner Mama alles okay. Nein, eigentlich nicht alles okay. Ich schicke ihr so eine kleine Paniknachricht. Mai, bist du bald fertig? Warum Mai? Du fängst doch jetzt nicht an, da oben zu zocken. Hey, es gibt hier Empfang, halt die Klappe. Komm doch auch hoch. Oh nein, du hast das magische Wort gesagt. Eigentlich hast du recht, Mai. Ich kletter auch hoch. Okay. Du bist jetzt auch oben. Dann mache ich eine Story. Ja, hier oben gibt's Empfang. Und lad ein paar Bilder hoch. Ich habe übrigens gegoogelt und angeblich gibt es hier Monster. Und über diese Einsiedelei, über deine Einsiedelei, habe ich überhaupt nichts gefunden. Ah, Monster, Papa, la Papp, Mann. Können wir gehen? Hey! Seht die tolle Aussicht! Wow! Können wir gehen? Much beautiful! Kontrollier mal lieber, ob du da nicht wieder aus Versehen irgendwelche Monster fotografiert hast. Habe ich nicht. Ich brauche eine Berührungstüte. Okay. Hey! Lonnie! Also, Lonnie. Ihr steht ja jetzt oben. Mhm. Macht eure Handysachen. Ja. Lonnie steht unten. Zieh sich eine Tüte rein. Mach du mal bitte eine Probe Verborgenes erkennen. Aber mit einem Strafwürfel, wenn du dir da was reinstehst. Nicht 83 nicht geschafft. Okay, was euch aus euren Handykram reißt, ist ein Schrei. Lonnie schreit auf und ihr seht von unten, dass er irgendwie in die Büsche gezogen wird, unter die Bäume. Er schreit auf, wird hineingezogen und er liegt und ihr seht seine Füße unter den Bäumen verschwinden. Oh, ein Coleman! Ja, fuck, Lonnie! Klärt dann runter und ich schnapp mir einen Stein. Ich schnapp mir einen Stock. Okay. Ihr hört
einen Schrei und ein Knurren. Also wirklich ein lautes, bedrohliches Knurren. Diese Art von Knurren, die irgendetwas Archaisches in dir so anregt, dass die Haare zu Berge stehen. Dann seid ihr unten und seht euch um. Und einen der Bäume richtet Loni sich auf. Geweitete Pupillen, er richtet sich auf, dreht sich um. Und ihr seht, dass er an der Schulter blutet. Oh Mann! Boloni, fuck, was ist denn da los? Echt uncool! Wow! Los, wir klettern da wieder hoch! Kann ich klettern? Ist meine Schulter so schwer verletzt, oder? Du kannst sie schon bewegen. Du hast 1W4 Schadenspunkte erhalten. 3. Oh fuck, zeig mal her, das muss man irgendwie verbinden oder so. Blutet schon sehr stark. Damn hey Mai, hast du so Erste-Hilfe-Zeug einstecken? Ich brauche eine Betäubungstüte. Hab ich einen Glückswurf oder so? Ob ich Verbandszeug mit hab? Nein, ihr habt das nicht eingesteckt. Ne, fürs Wandern? Na, hab so schlau sind wir nicht. Ich nicht. Ich nehme meinen Gürtel und versuche das irgendwie so abzubinden. Also er verblutet jetzt nicht. Es ist einfach nur eine offene, klaffende Wunde, wo dein Verstand sagt dir, irgendetwas muss dran gemacht werden. Aber regeltechnisch sind es 3 Lebenspunkte. Er verblutet nicht, auch wenn ihr nichts tut. Keine schwere Wunde. Es ist keine schwere Wunde. Wir haben doch sicher Bier eingesteckt. Oder, hey Loni, hast du Bier eingesteckt? Nein. Alkohol zum Desinfizieren und so. Das ist Bier, das ist doch kein Alkohol. Wieder zurück zur Hütte, da gibt's einen Verbandskasten. Nein, bist du wahnsinnig. Wir rufen jetzt deine Eltern an, die sollen einen Helikopter organisieren und uns hier abholen. Wozu haben sie so viel Geld? Kennst du die Position von diesem Turm? Boah, Mann, da haben wir Schall und GPS, Mann. Wir sind auf Edison Peak, ey. Wie viele Edison Peaks kennst du hier in Montana? Ey, ich möchte so schnell wie möglich das verbunden haben. Boah, Mann, dann halt mal still, ey. Was war das überhaupt? Och Gott. Neben irgendein Tempotuch oder irgendwas, irgendein Stoff, den ich finde. Versuche ihm das so stümperhaft irgendwie abzubinden. Okay. Mach eine Probe auf Erste Hilfe. Ich gebe 2 Glückspunkte aus, dann ist es normaler Erfolg. Okay. Es funktioniert sogar so gut, dass du einen Lebenspunkt wieder zurückbekommst. Oh, Serena, das hätte ich nicht gedacht. Oh. Was zur Hölle war das? Awesome. Ich habe es nicht erkannt. Das hat mich von hinten gepackt. Ich habe irgendwas Knurren gehört. Ja, habe ich auch. Markerschütternd. Aber keine Ahnung, was es war. Boah, Mann, vielleicht war das dieser riesige Hund, der auf meinen Fotos aufgetaucht ist. Vielleicht hat Lonnie das Ding geholt. Boah, Mann, scheiße, lass uns schnell hier abhauen. Ich will hier nicht hier draußen im Wald rumstehen. Ja, weiter runter gehe ich nicht. Bist du wahnsinnig? Da kommt, da ist er, das ist... Ja, aber willst du hier stehen bleiben? Lass uns entweder zur Einsiedelei gehen oder zur Hütte. Ja, ich hab die Knarre. Wenn das Vieh nochmal kommt... Wir warten, bis es kommt und dann erschießen wir es. Boah, Mann, aber lass uns zur Einsiedelei gehen. Die ist viel näher als unsere Hütte. Vielleicht finden wir da irgendwen. Ich will zu überhaupt keine Hütte gehen. Ich will genau hier jetzt abgeholt werden. Mann, im Wald bist du wahnsinnig? Hier ist man völlig ungeschützt. Wir brauchen die Hilfe der Samurai. Wir sind hier auf diesem Dach. Wir sind auf diesem Turm. Das kommt da nicht hoch. Ja, Mann, dann willst du den ganzen Tag und die ganze nächste Nacht oder was? Wie lange willst du da oben sitzen, Mai? Na, bis der Helikopter von seinen Eltern kommt. Ja, Mann, wohl. Das könnte dich infizieren, muss ausgewaschen werden. Ja, dann ruf doch verdammt nochmal deine Eltern an. Was sollen die jetzt da machen? Dann ruf ich deine Eltern an. Es ist nur eine Nummer drin, meine SIM-Karte ist draußen. Ja, ich zieh die Nummer ab. Okay. Und ruf deine Eltern an. Okay. Aber erzähl nichts von der Knarre. Okay, was erzählst du ihnen? Dass ein wilder Hund den Sohn angefangen hat. Lassen wir ihn die Rolle seiner Eltern übernehmen. Er kann das, glaube ich, am besten spielen. Brooks Residenz? Mr. Brooks? Nein. Miss Brooks. Hier ist James, der Butler. Kann ich bitte mit Herrn Brooks sprechen? Herr Brooks ist gerade nicht ankömmlich. Kann ich Ihnen etwas ausrichten? Dann Miss Brooks, es ist ein verdammter Notfall. Oh nein, Miss Brooks ist gerade bei ihrer Bridge-Gruppe. Im Haus? Nein, sie ist auswärtig. James, es ist ein verdammter Notfall. Wer spricht hier nochmal? Hier ist Mai, eine Freundin von Lonnie. Loni. Lawrence. Ah, Master Brooks. Ja, verdammt. Ja, ja. Sie sind eine Freundin, hat sie noch nie erwähnt. Ach, meine Güte.
Ich möchte bitte mit den Eltern von Lonnie sprechen. Es ist ein Notfall. Sie sind gerade unpässlich. Lonnie ist im Krankenhaus und stirbt fast. Jetzt holen Sie endlich deine Eltern. Oh, grundgütiger. Wo genau? Wir sind bei Edison Peak. In der Nähe von Blackhorn Peak. Verzeihen Sie mir, das sagt mir alles nichts. Das braucht Ihnen auch nichts zu sagen. Nun, Miss Mai, was verlangen Sie nun? Die Eltern, verdammte Scheiße. Sie werden zurückrufen, sobald sie zugänglich sind. Und ich werde dafür sorgen, dass sie gefeuert werden, James. Also ich darf doch bitten. Piep. Mann, was habt ihr für einen beschissenen Butler? Ja, James mag mich nicht ganz. Er hält mich für ein Taugenichts. Ach, was machen wir jetzt? Gehen wir zum Samurai. Ja, gehen wir zur Einsiedelei. Da wird ja wohl irgendwer sein, der helfen kann. Desinfektionsmittel. Irgendetwas. Gib mir die Knarre. Okay. Nimm die Knarre. Okay. Und wir klettern runter. Boah, Mai, aber zeig nicht mit dem Ding in meine Richtung, ey. Du weißt doch gar nicht, wie man das bedient. Tu ich auch nicht. Niemand weiß, wie man es bedient. Ich schau... Man hat Filme gesehen. Ich, natürlich, und auf Filmen lernt man alles. Das irgendwie entsichern kann. Ja, ganz gut. Ja. Ich sichere es wieder. Okay. Die Knarre ist gesichert. Jetzt los, runter da. Zur Einsiedelei. Oliver will laufen, bitte, weil dieses Ding... Ihr braucht wieder gute 2 Stunden, bis ihr zurück am Parkplatz seid und von dort... zur Einsiedelei. Müssen wir zum Parkplatz? Nein, müssen wir nicht. Die Einsiedelei ist da könnt ihr gleich... Ja, stimmt. Stimmt. Ja, dann ist es... Das ist nicht mal eine Stunde, würde ich mal sagen. Okay, das ist cool. Weniger als eine Stunde. Ja. Ihr geht den Weg entlang. Auch hier ist der Weg aufgeweicht und ein bisschen verwilderter. Und ihr... kommt dann an eine einfache, aber stattliche Blockhütte mitten dort in der Wildnis. Der Vorplatz ist ungepflegt und von Unkraut überwuchert. Die Farbe blättert von den Brettern und die Fenster sind so verstaubt und Fliegen verklebt, dass man kaum hineinsehen kann. Kommt Rauch aus dem Schornstein oder sieht man Licht aus dem Fenster? Nein, aber es führen so Stufen auf eine hölzerne Veranda und da kann man schon zu den Fenstern. Okay. Okay. Ich würde mal zur Eingangstür gehen und klopfen. Ja, gehe ich mit. So. Nichts rührt sich. Hallo? Das war ja eine ausgezeichnete Idee. Hallo? Keine Antwort. Ich guck, ob die Tür aufgeht. Die Tür schwingt tatsächlich auf. Und vor dir öffnet sich ein großer Raum, eine Art Küche. Extrem penibel aufgeräumt. So unordentlich, wie es drinnen ist, so penibel und sauber ist es drinnen. Und auf dem Tisch liegt ein großer Jutesack. Ein menschengroßer Jutesack. Er ist voller Blut und eine menschliche Hand. Ungefähr bis hier reicht aus dem Jutesack und hängt schlaff über den Tisch. In diesem Moment hört er hinter euch ein bedrohliches, tiefes Knurren. Oh fuck! Ich stimme in die Hütte. Und damit gehen wir in unsere nächste Pause. Bis gleich.